Herzlich willkommen bei Pixel und Plastik, Folge 2, dem Retro-Podcast, dem Podcast zum Thema alte Videospiele, Samstagmorgen, Zeichentrickserien, Filme, Serien und der Jugend in den 80ern und 90ern. Neben mir ist der Dennis. Hallo. Ich bin der Christoph und heute sprechen wir über Total Recall, den Film von 1990. Frau dort, schnappen Sie sich! Na los! Aus dem Weg! Ah! Quay. Macht euch bereit für eine Überraschung! Wir können ihn nicht herumlaufen lassen, er weiß zu viel. Scheiße, er will in die Metro. Holen wir ihn uns. Habt ihr gehört? Bewegung! Zuerst lass uns die Wand in deinem Kopf loswerden. Nimm dieses Ding hier aus der Schachtel. Steck es dir in die Nase. Schieb es ganz tief rein. Ich habe ihn verloren. Du hast vielleicht Nerven, dein Gesicht hier zu zeigen. Was sie nicht sagen. Die Identität wurde ausgelöscht und eine neue implantiert. Wenn ich nicht ich bin, dürfte ich erfahren, wer ich bin. Willkommen im Johnny Taxi, wo darf ich hin? Ich will Quaid lebendig haben zur Reimplantation. Du würdest mir doch nicht wehtun. Wir sind doch verheiratet. Betrachte das hier als Scheidung. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? So, ganz genau. 1990... Also im Prinzip immer, wenn ich so denke, weiß nicht, 90er, 80er, wenn ich mir zum Beispiel Filme angucke, dann denke ich ganz oft, boah, der ist so dermaßen krass 80er und dann ist der aber Anfang 90er. Ich meine, das verschwimmt ja alles, das kennen wir ja gut, aber so alles irgendwie so bis 93, 94 oder sagen wir vielleicht bis 92 eher, ist immer noch für mich so voll der 80er-Spirit. So, es läuft dann erst so aus Anfang der 90er. Und deswegen, also für mich ist Total Recall definitiv so vom Feeling her noch ein ziemlicher 80er-Film. Aber halt spät 80er, Anfang 90er, ja. Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass das natürlich die 80er nicht dann schlagartig am 31.12.1989 ja vorbei sind. Genau, und dann so, jetzt müssen wir uns irgendwie neue Stilrichtungen und eine Mode ausdenken, genau. So bam. Jetzt ist 90er, Dekade jetzt ist, vorbei. Jetzt ist alles anders. Ja. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Wahrnehmung in Deutschland, weil da ja auch immer alles so ein bisschen zeitversetzt rüberschwappt, sind da also die Ami-80er, glaube ich, noch bis weit auch in die 90er, so trendmäßig. Ja, das stimmt. So vor ein bisschen dabei. Ja, vor allen Dingen die Deutschen sind ja sowieso immer recht hinterher, bei denen kommt ja alles mal irgendwie ein paar Jahre später an, das heißt für uns fühlten sich vielleicht Anfang der 90er eh noch alles wie die 80er an. Genau. Und deswegen, naja, aber wir sprechen heute über Total Recall. Bevor wir das tun, vielleicht einmal ganz kurz eine lockere Rekapitulation der ersten Folge Pixel und Plastik. Wir haben uns extrem gefreut über euer Feedback, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war ganz fantastisch. Wir haben super viele Kommentare und viel Feedback von euch bekommen, was euch gefallen hat. Und den meisten hat irgendwie eine Menge bei uns gefallen. Also es ist irgendwie sehr positiv angenommen worden. Ich war begeistert, wie gut das geklappt hat, weil wir ja beide sogar nach dem Aufnehmen gesagt haben, hätten wir das vielleicht ein bisschen besser machen können. Und ihr habt uns echt sehr viel Mut zugesprochen. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Ich war da ja noch ein bisschen skeptischer als du. Richtig. Mit dem Aufnehmen oder mit der Aufnahme. Aber insgesamt muss ich sagen, das Feedback war super. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird. Ich hoffe, es geht weiter so.
Und deswegen, ja, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle an alle Zuhörer und an alle Abonnenten natürlich, die, die fleißig abonniert haben, an Leute, die Werbung gemacht haben für uns auf Instagram, richtig, auf ja. Facebook und so. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ruhig weiter so, bitte weiter erzählen, bitte bei iTunes bewerten. Wir sind ja inzwischen, das hat ja irgendwie 2-3 Tage gedauert, aber wir sind inzwischen auch bei iTunes verfügbar. Ich werde auch versuchen, uns demnächst mal bei Spotify unterzubringen. Auch gut. Das ist natürlich richtig fett. Und genau, also erzählt's weiter, macht irgendwie iTunes-Kommentare, gibt uns irgendwie 5-Sterne-Bewertungen oder was weiß ich, abonniert uns bei Instagram, Facebook und YouTube. Jada. Muss man halt machen. Aber ist einfach wichtig für die Reichweite und damit es sich ein bisschen rumspricht. Und außerdem sehen wir dann ja auch ein bisschen mehr, was euch am Herzen liegt, wenn ihr kommentiert und genau. So weiter. Von daher, Themenvorschläge genau. Nehmen wir auch gerne an. Wobei eigentlich haben wir ja schon einen Themenkatalog, ja. Den wir selber abarbeiten wollen von Sachen, wo wir Bock drauf haben. Das reicht ja. Schon für, ich sag mal, mindestens bis Ende des Jahres. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Dann werden die Folgen hoffentlich auch ein bisschen in zeitlich geringeren Abständen kommen. Wir hatten ja jetzt beide leider relativ viel zu tun. Ne? Du, da du ja in der Gaming-Industrie arbeitest, natürlich durch die Gamescom und ich auch irgendwie. Also das ja, klappt war nicht immer. Ja, ich ja noch im Urlaub so und dann, das war so ein bisschen, ne, genau. Genau. Ansonsten müssen wir halt gucken, dass wir ein Patreon-Konto kriegen und die Leute uns so viel Kohle spenden und geben, dass wir uns also irgendwie jede Woche treffen können. Jede Woche, also je nachdem, was auf dem Patreon-Konto eingekommen und jeden Tag treffen. Nee, dann ja. Kommt es auf jeden Fall öfter. Also wer Kohle loswerden will, der kann das auch tun. Also man kann ja. Uns das auch privat in die Hand drücken oder uns nach der Kontonummer fragen oder so. Das ist auch auf jeden Fall drin. Okay, das klingt jetzt nach Betteln. Wir ziehen jetzt mal zum Thema weiter. Okay, nach Betteln oder nach Betteln? Betteln. Nach Betteln. Ja. Ja, lass uns zum Thema weiterziehen. Ich hatte mir auch so ein bisschen was überlegt und ich finde, wir sprechen ja jetzt über den Film der 90er Jahre. Ne? Ja. Das muss man jetzt erstmal so sagen, weil es ja auch ein Remake gibt, für die Leute, die das nicht wissen. Es gibt auch ein Remake des Filmes, Total Recall. Darüber sprechen wir natürlich nicht. Also ich meine, wir können das anreißen, aber wir sind ja schließlich ein Vintage-Podcast. Ich würde gerne zuallererst, auch wenn das jetzt sich erstmal komisch anhört, über das Spiel sprechen, dann über das Remake, damit wir dann nach ein paar Minuten direkt einen Haken drunter machen können und dass wir die Tonne kloppen können, weil ich habe auch nicht so viel Bock darüber zu sprechen. Und dann können wir uns voll auf den Film konzentrieren. Okay. So, das war so meine Idee, denn es gibt ja ein Videospiel auch zum Thema Total Recall oder zum Film Total Recall. NES, ne? NES und Amiga. Hast du dir Gameplay angeguckt? Ja, ich habe mir das, stimmt, das wollte ich dir nämlich eigentlich noch geschickt haben, aber ich habe den passenden Link nicht gefunden. Und zwar hat der Angry Video Game Nerd auch eine Rezension von dem Spiel gemacht. Ja, Schwarzenegger Games hat er, glaube ich, sogar eine eigene richtig, Folge. Richtig, richtig, genau. Da ist irgendwie Terminator, Total Recall, True Lies und was da nicht alles bei ist. Die sind irgendwie überwiegend alle relativ fürchterlich. Aber gerade Total Recall hat da wirklich einen Vogel abgeschossen. Das sieht echt nicht gut aus. Das sieht voll nicht gut aus. Also das ist so eine Mischung aus billigem 2D Beat'em Up, Run and Gun mit Plattformelementen. Man haut irgendwie Menschen platt, manchmal auch Ratten. Es erinnert null an den Film und es ist echt ziemlich lieblos dahin produzierte Lizenz. Mistware, ja, kann man ja, sagen. Und damit genau. Würde ich jetzt auch schon sagen, Spiel besprochen. Haken drunter, genau. Ab in die Tonne. Braucht keiner, müsst ihr nicht angucken. Also werde ich mir holen. So, für die NES-Sammlung, aber es ist halt mies. Checkt das mal irgendwie bei YouTube, irgendwie den Angry Video Game Nerd. Ich guck mal, dass ich den Link unter unseren Blogpost setze für die Schwarzenegger-Folge vom Video Game Nerd. Die ist sehenswert, wie eigentlich fast alle von dem. Aber genau, das ist ganz witzig, da mal reinzugucken. Aber ihr braucht kein Geld dafür ausgeben. So, Haken. Nächster Haken, Remake. Ja. So. Wir sind, glaube ich, beide auf dem Standpunkt, dass in der Regel Remakes überflüssig sind. Ich hasse Remakes wie die Pest. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, ich mag so kopierte Geschichten halt nicht. Also, wenn man sich einen Held schnappt und den in eine moderne, neue Geschichte so. Das ist ja jetzt bei Dredd zum Beispiel passiert. Es gibt ja einen neuen Film von Judge Dredd. Es gibt ja den Stallone Judge Dredd und es gibt ja halt auch den Dredd mit Carl Urban, heißt der, glaube ich. Neue Geschichte, neue Optik, super cooler Film, macht Bock. Oder Robocop gibt es auch einen neuen. Ja, oder was weiß ich. Im Grunde ist es ja auch mit vielen Superhelden so, ob das jetzt ein Batman ist oder Schlag mich tot. Klar, es gibt immer wieder Neuauflagen so, ne? In neue Storys, in neue Handlungsstränge, in eine neue Optik. Ne? Dann hast du den Batman mit Michael Keaton, cool. Dann hast du den Christian Bale, cool. Aber wenn man halt so einen Film 1:1 kopiert und irgendwie ein bisschen moderner einfach so
so vom Setting hat und vom Bild und so, dann finde ich es echt daneben. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allen Dingen nicht, wenn der Film im Original gut ist und man sich dann fragt, warum braucht es eine Kopie? Witzig. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen anders. Ich bin der Typ, der bei einer Vorlage, wenn er sie einmal, also wenn ich einmal was gut finde, beispielsweise einen Originalfilm, und der wird dann geremaked und dann ist der anders, als ich das in Erinnerung habe, dann kotzt mich das an. Ja, dann finde ich das total doof. Also deswegen die Total Recall Neuauflage mit Colin Farrell von vor 2 Jahren oder was, von 2016 ist der, glaube ich. Ich glaube, der ist von 2012. Echt? Oder 2013. Ich hatte irgendwie, ich meinte, aber es ist ja auch nicht so wild, also ne, jetzt, vor kurzem halt, ne, von einer Weile, aber der ist relativ nah, wie du schon sagst, so wie eine Kopie im Prinzip. Der hält sich irgendwie einigermaßen an die Geschichte und ehrlich gesagt finde ich das eigentlich fast besser, als wenn so ein Remake irgendwie ganz viele Sachen anders macht, als so wie ich die mag und kenne. Aber so oder so ist es halt, wie du gerade schon sagtest, so ein Film braucht eigentlich kein Remake. Wenn der Film gut ist, warum? Ne? Ich meine, ja, man kann den dann nochmal ins Kino bringen, man kann dann nochmal Geld mit verdienen, weil mit dem alten Total Recall verdienst du ja heutzutage kein Geld mehr, klar. Außer du legst den irgendwie alle paar Jahre in einer neuen, super tollen, gerade aktuelles Medium Edition raus. Also von VHS zu DVD zu Blu-ray kannst du natürlich immer wieder neu auflegen, Geld machen, aber muss halt nicht sein, den nochmal ins Kino zu bringen, theoretisch. Aber gut, dafür sind wir ja auch ein Vintage-Podcast, der halt die Originale bespricht, weil die uns halt früher irgendwie berührt haben oder halt beeindruckt haben oder so. Und deswegen Remakes, ja, okay, ja, also brauche ich halt nicht. Wie gesagt, so pure, starre Remakes finde ich halt nicht so, finde ich halt nicht so gut. Wir hatten ja gerade auch schon mal vor dem Podcast kurz gesprochen. Es gibt ja noch so ein paar andere Verdächtige da in der Hinsicht, und zwar einmal Oldboy, den wir ja beide sehr, sehr mögen, wo es ja auch ein Remake gibt, einfach amerikanisiert. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, also ich kann auch aus Prinzip nicht an. Ja, ich auch nicht. Ich weiß, ich würde mich nur aufregen, weil ich das Original halt so dermaßen vergöttere. Es ist so ein perfekter Film. Ja, super. Der ist absolut genial. Also auch genial, wer Oldboy noch allem nicht gesehen hat, Oldboy, ne, alter Junge im Grunde, Oldboy. Genau. Angucken ist ein absoluter Hammerfilm. Ist unglaublich. Sehr verstörend. Ja. Sehr intelligent, ja. Tolle Bilder, toller Film. Wahnsinns-Twist. Ja, gibt's auch ein Remake. Braucht kein Mensch. Fright Night, sage ich auch noch eben, bevor wir jetzt gleich mal anfangen, mag ich ja auch sehr, sehr gerne, diesen Vampirfilm Fright Night. Auch da gibt's ein modernes Remake von. Und auch da hat wieder Colin Farrell seine Finger im Spiel. Deswegen... Der kann wahrscheinlich gar nicht dafür, dass er immer gebucht wird, nein, oder? Geht gar nicht. Also wie gesagt, wenn Helden cool sind... Prequels, Sequels, macht, was ihr wollt. Wir sind keine Filmexperten. Wahrscheinlich schlagen sich jetzt gerade die Film-Podcast-Freunde die Hände über den Kopf zusammen und die Experten. Remakes brauche ich nicht. Ja, genau. So, und Punkt. Wir sind ja auch einfach nur Liebhaber und keine Wissenschaftler. Genau. Also das Remake, das gibt's. Colin Farrell. Ich habe es nicht angeguckt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass es auf Netflix umsonst schaubar ist. Meine Frau hatte mich darauf hingewiesen. Ich gucke es aber aus Prinzip nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich mag den Originalfilm gerne, deswegen Remake, ich bin dagegen und von mir aus auch jetzt da einen Haken drunter. Ich ganz kurz, ich habe den tatsächlich angefangen und nicht abgebrochen, weil ich ihn scheiße fand, sondern weil ich dann was zu tun hatte. Aber ich habe den tatsächlich angefangen und war überrascht, wie okay ich den fand. Also klar, neue Machart, ne, moderne Grafikeffekte etc., aber so von der Idee her fand ich den nicht scheiße umgesetzt, weil er sich, und da sind wir wieder bei dem Ding, weil er sich nämlich nah ans Original hält und das ist halt das, was ich dann erwarte. Ich brauch's trotzdem nicht, deswegen, weiß nicht, ob ich mir ihn zu Ende angucke, aber also ich würde den jetzt nicht komplett verteufeln, aber man braucht den nicht. Guckt euch das Original an und darüber reden wir jetzt auch, warum das Original so geil ist. Ja. Obwohl, ich stelle noch mal eine Frage, damit ich das mal loswerde. Vielleicht können die Leute, die hier zuhören, das auch mal beantworten. Also ich so als absoluter Laie im Bereich Film, ne? Ich gucke halt Filme, finde die cool, aber ich kenne mich nicht so super aus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, den Leuten fällt nichts mehr ein, weil man ständig so, dann kriegst du ein Jurassic World vor die Nase gesetzt und dann Jurassic World 2 und dann plötzlich gibt es auch irgendwie eine Indiana Jones 4 mit Shia LaBeouf und so. Weißt du, also diese ganzen alten Formate, die waren halt sehr erfolgreich. Fällt den Leuten nichts mehr ein, dass man das alles aufwärmt? Oder ich weiß halt nicht, oder kommt mir das nur so vor? Ist das nur ein Gefühl, was ich so habe? Ich glaube, das ist ein zweierlei, zweigleisiges Ding irgendwie. Erstens, ich bin auch der Meinung tatsächlich, dass Hollywood nichts mehr einfällt.
andere Länder der Welt, wo nicht Hollywood ihre Finger mit dem Spiel hat. Asien. Zum Beispiel, aber auch Frankreich oder Skandinavien hat eine wahnsinnig starke Filmszene, die man unbedingt beachten muss, wenn man Bock auf gute Filme hat, weil die kreativ sind, weil die gute neue Ideen haben, weil die originale Stories schreiben und nicht nur 1000 Remakes machen. Deswegen, also da unbedingt, Hollywood fällt nichts mehr ein, definitiv. Bring ab und zu mal irgendwie einen neuen Film raus, wo ich denke, wow, endlich mal würde euch was eingefallen. Aber kommt selten vor. Die Filme, die ich halt toll finde, kommen definitiv selten aus Hollywood. Und zweitens, wenn du sagst hier Jurassic World und Indiana Jones 4 und was weiß ich was, ne? Oder halt Star Wars Ausschlachtung, sag ich jetzt mal, ne? Das sind halt Sachen, wo die Franchises einfach immer noch leben. Und natürlich kannst du dann irgendwann sagen, ja komm, dann machen wir halt noch einen, ne? Und wenn du dann Glück hast, dann ist der gut. Wenn du Pech hast, dann ist er halt nicht gut, ne? Aber gut, das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber ich denke, bei diesen Sachen, also gerade jetzt, was wir auch in der Videospielwelt irgendwie gerade so erleben und auch generell so in dieser ganzen Sammelwelt, Actionfiguren werden neu aufgelegt. Super 7 rastet total aus und macht irgendwie wahnsinnig teure He-Man-Neuauflagen. Alte Franchises kommen irgendwie neu raus. Double Dragon 4, Mega Man 11 und Michael Bay macht alles kaputt, Michael was wir Bay geliebt macht haben. Macht alles kaputt, was wir geliebt haben. Macht irgendwie furchtbar beschissene Turtles-Filme und Transformers-Filme. Alle mit Megan Fox und ich könnte den einfach nur links und rechts irgendwie ohrfeigen dafür. Aber die Franchises werden halt einfach neu aufgelegt, weil wir jetzt erwachsen sind und halt uns denken, ja Mensch, warum gibt es denn nicht mal wieder einen guten neuen Transformers? Aber auch alle, ne? Ob Terminator, Rambo 4, dann haben sie ja auch Rocky bei so ausgeschlachtet. Rambo 4 fand ich sogar gut. Ja, aber dann haben sie Rocky auch so ausgeschlachtet. Ah, Rocky 1 bis 5, Rocky Balboa, Creed, Creed 2 und also, ich weiß es nicht. Ja. Muss man Bock drauf haben, weil ich habe gibt solches und solches, ne? Also, weiß ich nicht, Stirb langsam zum Beispiel, kam auch relativ spät ein neuer Teil. Oder Lethal Weapon, auch der vierte Teil, kam auch sehr spät so, ne? Kann man irgendwie machen, hat vielleicht irgendwann Charme, wenn es gut machst. Ich fand auch Indie 4 irgendwie eigentlich scheiße, aber der hatte seine charmanten Momente. Und naja, das ist eigentlich ein Thema für einen anderen Podcast. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Wir haben aber uns jetzt ausgelassen, genau, über Remakes, über Prequels, Sequels, haben wir alles in einen Topf geschmiert und haben da so in einen Topf gepackt und haben da so einen Klumpatsch jetzt draus gemacht. Wie gesagt, Filmexperten kriegen gerade zu viel. Lass uns jetzt mal einfach zum Hauptthema dieses Podcasts gehen, nämlich zu dem 1990er Originalfilm Total Recall. Im Deutschen, glaube ich, die totale Erinnerung, ja, von Paul Verhoeven. Den man ja auch kennt von Robocop zum Beispiel. Starship Troopers. Den ich mir letztens noch zugelegt habe auf Blu-ray und den ich echt gut finde. Mega, ich liebe Starship Troopers. Den ersten. Super. Alle anderen bitte, ja, bitte niemals angucken. Da gibt's auch einen animierten von, hast du den mal gesehen? Nee. Boah, ganz, ganz übel. Boah. Ganz übel. Ja, das ist zum Beispiel ein Franchise, das kannst du einfach nicht ausschlachten. Der erste, der ist so grandios. Und Starship Troopers Marauder und all so. Boah, nee. Aber der erste ist super. Der erste ist fantastisch. Ja. Der ist auch so dermaßen ironisch und kritisch. Absolut großartig. Kann ich auch nur empfehlen. Da müssen wir auch unbedingt mal eine Folge drüber machen. Da machen wir auch liebe mal. Starship Troopers. Sehr gut. Ja, also, Paul Verhoeven, ganz genau. Willst du, ich hab mir so ein bisschen so die klugscheißerischen Eckdaten aufgeschrieben. Tu es. Und ich habe mir so ein paar so Liner Notes und so ein bisschen so Background-Wissen irgendwie habe ich mir notiert, worüber wir reden können. Genau, Total Recall kam 1990 raus, Paul Verhoeven, basiert auf einer Geschichte von Philip K. Dick. Philip K. Dick ist hoffentlich allen ein Begriff, wenn nicht, ist ein amerikanischer Kurzgeschichten-Autor und Science-Fiction-Schreiber. Ja. Der unter anderem ja auch Do Robots Dream of Electric Sheep geschrieben hat, die Geschichte, auf der Blade Runner basiert. Blade Runner, genau. Die Geschichte, auf der Minority Report basiert und noch diverse andere Sachen. Amazon hat vor kurzem eine Serie rausgebracht, die heißt einfach Electric Sheep, mit Kurzgeschichten, also mit Einzelfolgen, so ein bisschen Black Mirror-mäßig, wo jede Folge einzeln abgeschlossene Geschichten hat und dann nicht in der nächsten Folge halt überhaupt nicht weitergeht, sondern immer wie ein Kurzfilm. Alles basiert auf Philip K. Dick Geschichten, fantastisch. Ganze Serie, jede Folge fand ich geil. Auch mit coolen Schauspielern dabei, Steve Buscemi und Bryan Cranston und so. Sehr gut, sehr sehenswert. Philip K. Dick, einfach ein fantastischer Autor. Und auch hier halt, wie gesagt, die Vorlage. Die Originalgeschichte hieß We Can Remember It For You Wholesale. Mhm, genau. Glaube ich.
Ja, so hieß die, genau. Genau, und ich habe jetzt hier noch am 26. Juli 1990 in den deutschen Kinos. Ah ja. Geht's los. Apropos Deutschland, der Film war ja ursprünglich ab 18, ist dann aber 1991, also ein Jahr später, indiziert worden, aufgrund von hoher Brutalität. Ja. 2011 wurde die Indizierung dann aufgehoben und von der USK nochmal neu geprüft, einen Monat später oder so. Und dann ab 16 freigegeben. Ich fand den, ich habe den jetzt nochmal für den Podcast geguckt. Ich auch. Ich fand den stellenweise für einen 16er Film, also für einen Film, der ab 16 freigegeben ist, schon recht hart. Also ja. Einige Szenen, wo ich dachte, oha, ja. Ab 16, okay. Aber gut, wenn das so ist, wahrscheinlich hat sich da auch was gewandelt. Aber ich finde den vom Gewaltlevel schon gar nicht ganz so... Der ist nicht ohne, nee, aber ich fand die Indizierung war auf jeden Fall übertrieben. Ja. Aber naja, gut. Und dann habe ich noch einen Funfact gelesen, und zwar angeblich sollte die Urversion noch brutaler sein. Die hat aber nie das Licht der Menschheit irgendwie erblickt. Ist also nie irgendwo in einem Director's Cut mal rausgekommen. Ich weiß nicht, ob Paul Verhoeven da irgendwie noch irgendwelche Anstalten macht, aber eigentlich sollte der wohl noch brutaler sein. Paul Verhoeven ist ja sowieso so ein bisschen für sein Gewaltlevel bekannt. Klar, Starship Troopers war Starship auch mega Troopers. Heftig, Robocop auch. Auch, genau. Mega, also dann gibt's noch dieses, krasse, ich weiß gar nicht, ob das Flesh and Blood heißt der, glaube ich. Dieser Mittelalter-Film von ihm, da ist die Gewalt halt weniger überzogen, aber sehr, sehr realistisch. Also er ist ja entweder in der Gewaltdarstellung sehr realistisch oder einfach total over the top irgendwie. Ne? Ja. Ja, so ist es. Also ich habe hier mal geschaut, Produktionskosten 65 Millionen. Boah, was? Das ist schon für einen Film der Zeit, für 1990 ist es schon krass. Ganz kurz mal eben, was vielleicht damit auch zu tun haben könnte, aber wir haben noch gar nicht gesagt, dass Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle ist. Ja, da kommen wir gleich drauf. Unser Podcast wahrscheinlich läuft schon 20 Minuten und wir haben noch nicht den Namen Arnold fucking Schwarzenegger genannt. Ja. Wir reden heute, ich fange nochmal an, herzlich willkommen bei Pix und Plastik, ja, genau. Wir reden heute über Total Recall mit Arnold Schwarzenegger. Genau, also hallo. Wie viel davon sein Gehalt ist, weiß ich nicht, eingespielt hat er 261 Millionen US-Dollar, das ist ganz gut, aber es ist schon, für die Zeit ist es viel, für heutige Maßstäbe eher nicht, aber gut. Ja, ich habe nochmal geschaut, bevor wir jetzt richtig in die Handlung gehen und so, er gehört in die Top 10 der erfolgreichsten Filme 1990. Oha. Ja, Platz 5. Mhm. Da finden sich auch die Turtles drin übrigens, aber ich habe nur mal Platz 1 bis 5 mitgebracht. Platz 1 ist Ghost, Nachricht von Sam mit Patrick Swayze. Patrick Swayze. Nie gesehen, mache ich auch nicht. Mit dem Sänger von Aha. genau. Ja. Aber die sehen sich so ähnlich. Ja, sehr, ne? Platz 2, Kevin allein zu Hause. Okay. Platz 3, Pretty Woman. Okay. Platz 4, Der mit dem Wolf tanzt. Und Platz 5, dann Total Recall. Geil. Ich finde, man hat von Schwarzenegger-Filmen Total Recall jetzt gar nicht so auf dem Schirm erstmal. So. Nee, kommt wenn erst ich an Schwarzenegger denke, ja genau, Terminator, oh, und dann vielleicht Conan, irgendwie an Predator. So. Running Man, vielleicht mit viel Glück, obwohl der geht eher auch so in die Richtung jetzt. Aber grundsätzlich erstmal sehr stabiler Film, guter Film, finde ich persönlich. Und wollen wir vielleicht dann jetzt in die Handlung einsteigen? Ich habe noch so ein bisschen, ein, zwei Hintergrundinfos, die ich ganz interessant finde. Und zwar zu den Machern sozusagen, also alle Leute, die da wirklich die Drahtzieher waren. Drehbuch war von Ronald Shusett, Dan O'Bannon und Gary Goldman, nicht Gary Oldman. Sagt mir alles nichts, was haben die gemacht? Alien. Also Shusett und Bannon haben beide auch Drehbuch für Alien geschrieben und Gary Goldman hat Big Trouble in Little China gemacht. Liebe ich. Also mega überhaupt, ne, sowieso schon mal interessant, so eine Riege quasi zusammen daran arbeiten zu haben. Dann witzig, also deswegen normalerweise, das ist jetzt so Nerdwissen und so hintergrundschnarchig irgendwie, ne? Also das ist so ein bisschen wie so eine Vorlesung, ja, und der hat das und das daran gemacht. Aber das Witzige ist halt, dass es immer wieder irgendwie gemeinsame Nenner gibt. Und zwar Musik ist von Jerry Goldsmith, der auch die Musik zu Alien gemacht hat. Unter anderem auch Omen, Planet der Affen, Poltergeist, aber halt auch Alien und wie die Drehbuchschreiber. Produzenten waren Andrew G. Weiner, Mario Casser und Buzz Feitzans, die alle drei an den ersten drei Rambo-Filmen auch gearbeitet haben und da produced haben. Das heißt, auch da gibt es wieder irgendwie diverse Zusammenkünfte.
Kamera ist von Joe Stvocano, der für das Boot und ähnliche Geschichte und halt auch Robocop und Starship Troopers gearbeitet hat. Also da wohl einfach eine gute Zusammenarbeit mit Paul Verhoeven steht. Und Schnitt auch von Frank Uriosti, auch Robocop, Cliffhanger, Stirb langsam. Also einfach Filme, wo du denkst, geil, ne? Die wissen einfach so ihr Handwerk. Und das ist dann, wenn du den Film guckst, irgendwie auch auffällig. Und wenn du das weißt, mit dem Wissen das zu gucken, finde ich das immer ganz interessant, wenn du merkst, ja, okay, der Schnitt, der ist so ein bisschen wie bei Alien oder die Musik oder so, ne? Das wird so eine Riege an Menschen gewesen sein, die da einfach sehr erfolgreich war zu der Zeit, ja, und die dann immer wieder mal auftauchen. Genau. Hast du die Schauspieler auch mal gerade als Auflistung? Ja, also halt gut, Arnold Schwarzenegger, dann Sharon Stone. Als seine Frau. Also richtig. Als eine seiner Frauen. Genau. Quasi, genau. Dann haben wir die zweite Frau. Die habe ich gerade nicht parat. Und dann ist doch, ich auch nicht. Nee, und dann ist doch dieser, wie heißt der, Michael Ironside, ja, der ja wiederum auch den Richter spielt. Genau, und der ja wiederum auch bei Starship Troopers zum Beispiel den College-Lehrer und späteren Squad-Leader von Rico spielt, den mit der Metallhand. Also auch da scheint so ein bisschen Vitamin B drin zu sein. Ja, das ist ja wie wenn du hier irgendwie Tim Burton und Johnny Depp. Ja, klar. Und Danny Elfman. Also die drei, Tim Burton macht ja immer Musik, macht Danny Elfman immer vor allem Tim Burton Filme und in der Regel ist halt Johnny Depp oder halt jetzt hier seine Frau, ja, also die Frau von Tim Burton, ja, irgendwie ist halt einfach die typische Riege, sodass sie halt sich immer, weil das halt irgendwie bei jedem Luc Besson-Film halt, ja, hier Mila Jovovich mit, ja, mit anmacht. Oder es so, kennt, ne? Einer kennt einen, der einen kennt und ja, dann kennt, genau, man sich und so. Ist ja auch klar. Ja, ne? Klar, ne? Macht ja auch Sinn. Gut. So, also jetzt haben wir mal den ganzen Quatsch irgendwie hier. So lange. Ja. Wir machen mal jetzt das Intro und fangen jetzt nochmal neu, ja, an. Herzlich willkommen bei Pixel Plastik. Wir reden heute über Total Recall mit Arnold Schwarzenegger. Ja, Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Momentan auf Netflix guckbar, mal eben als Tipp, wenn ihr also den Podcast im Jahre 2018 im September, dann könnt ihr jetzt umsonst gucken, macht es auf jeden Fall. Worum geht's? Dennis, tun wir mal so, als hättest du einen völlig Unwissenden vor dir, wie würdest du Total Recall so einmal in ein, zwei Sätzen beschreiben? Was ist für ein Film, worum geht's? Okay, also Total Recall ist ein Science-Fiction-Film, in dem der Hauptcharakter nicht weiß, in welcher von zwei möglichen Realitäten er sich befindet. Warum das passiert, da können wir jetzt irgendwie länger drauf eingehen, genau, aber das ist meine Variante, das in einem Satz zu beschreiben. Klingt gar nicht so spannend, aber ich habe gestern beim Gucken gemerkt, dass ich diese Formel von ich weiß nicht, ob ich jetzt mich in der Realität befinde oder in einer virtuellen Realität oder in einer eingepflanzten, künstlichen, ja, Realität, wie auch immer, dass ich diese Formel einfach absolut übertrieben geil finde. Ich liebe das bei Inception, ich liebe das bei Existenz, ich liebe das bei, wo war denn das noch, wo ich noch gedacht habe, das ist doch wie bei so und so, bei Cypher. Wenn der Protagonist nicht mehr weiß, was ist hier, wo ist oben und unten und du weißt selber auch nicht mehr, Moment, in welcher Ebene befinde ich mich gerade. Also ich glaube, für mich hat Existenz das auf die Spitze getrieben und bisher am allergeilsten gemacht. Liebe diesen Film von David Cronenberg. Aber Total Recall auch absolut grandios. Einfach weil in dem Moment, wo es halt darum geht, dass eine andere Erinnerung oder eine andere Wahrnehmung Einzug in den Plot erhält, weißt du halt einfach nicht mehr, was ist jetzt korrekt. Und das ist ja eigentlich genau das, worum es auch in dem ganzen Film geht. Genau. Korrekt? Habe ich das einigermaßen, ja, so adäquat wiedergegeben? Genau, das waren jetzt nicht zwei Sätze, aber das ist genau richtig. Ja, ich habe einen Satz gesagt und dann habe ich ausgeführt. Das stimmt, da habe ich dich jetzt... Okay. Also, im Grunde, wir fangen jetzt mal einfach ganz von vorne an. Geht es ja um den Bauarbeiter Douglas Quaid. Genau. Der wiederum gespielt wird von Arnold Schwarzenegger. Ich meine, mein erster Gedanke war, oha, sieht so ein Bauarbeiter aus. Weil Arnold Schwarzenegger, ja, natürlich auch auf dem Höhepunkt seiner physischen Präsenz ist und einfach aussieht wie in Stein gemeißelt, muskulös. Der war halt nicht umsonst Mr. Universe, ne? So, aber er ist ein Bauarbeiter und das erfahren wir eigentlich erst später. Also wir erfahren ja eigentlich zuallererst,
sehen wir so eine Sequenz, wo Arnold Schwarzenegger mit einer brünetten Frau auf einer hügeligen Landschaft steht. Später stellt sich raus, das ist der Mars und beide haben so Raumanzüge an und so Raumhelme auf, ein bisschen moderner, aber es sind schon Raumanzüge und gehen da so spazieren, glaube ich. Ich habe tatsächlich witzigerweise echt an Doom gedacht. Der Helm sah so ein bisschen aus wie aus Doom. Ja, Doom ja. Spielt auch auf dem Mars. Fand ja. Ich irgendwie witzig, dass er so ein bisschen wie so eine Verbindung, aber ist vielleicht auch Zufall. Das kann Zufall sein. Die gehen da so spazieren und Arnold Schwarzenegger bzw. Douglas Quaid tritt dann auf so eine unfeste Stelle irgendwie, rutscht aus, fällt so ein Abhang runter, schlägt sich ganz ungünstig die Glasscheibe seines Helms ein und aufgrund des Drucks, der da herrscht und des Sauerstoffmangels und so, ja, irgendwie die Atmosphäre, die Augen quellen ihm raus und er platzt. Und dann wacht er auf. Richtig. Und das war ein Traum. Ja. Und er liegt im Bett bei seiner Frau, bei einer ganz anderen Frau, nämlich bei Laurie. Spiel von Sharon Stone. Spiel von einer sensationell nach 80er Jahre aussehenden Hammer. Dauerwellen Sharon Stone. Vor I love it. Das Allerbeste an dieser Beschreibung von dir ist, dass die genau so aussieht, in dem Moment, wo er aus seinem Albtraum aufwacht und sie ja auch im Bett neben ihm liegt, sie also auch gerade aufwacht und die Dauerwelle ist perfekt. Perfekt. Sie ist geschminkt, sie sieht einfach aus wie gerade vom Laufsteg runter. Hammer. Genau. Und bei den beiden kommt es ja dann direkt zu so einem kleinen Streit, also sie weiß genau, was los ist. Sie sagt zu ihm irgendwie, hast du wieder vom Mars geträumt? Hast du wieder von der anderen Frau geträumt? Einer anderen, auch gut aussehenden, wenn auch nicht so gut aussehenden Frau wie Sharon Stone, aber auch einer netten Frau. Hast du wieder von der Frau geträumt? Hast du vom Mars geträumt? Und es geht so ein bisschen hin und her und sie necken sich und dann wird geknutscht und dann ist die Szene auch schon vorbei. Aber wir erfahren ja schon, dass der Protagonist, Douglas Quaid, irgendwas mit dem Mars hat. Also der Mars scheint ihn sehr zu interessieren und auch die andere Frau scheint eine extreme Rolle in seinem Leben zu spielen. Ja, vor allen Dingen ja, weil der Traum wiederkehrend ist. Ne? Das Richtig. Ist also diese Krux da dran, hast du schon wieder diesen Traum gehabt, ne? Und das ist ja eigentlich so der Gag, dass er sagt, ja, mein Gott, warum bist du denn eifersüchtig auf einen Traum? Und das ist einfach ja offensichtlich gängig, dass er diesen Traum hat. Also irgendwas scheint da ja mit zu sein, mit dieser Sequenz, genau. Dass die beiden auf dem Mars sind. Danach geht's runter zum Frühstück. Mal abgesehen von intelligentem Produktplacement, von der Evian-Flasche, die auf dem Tisch steht. Die ist mir gar nicht aufgefallen. Nein. Mir ist nur aufgefallen, dass Product Placement und, Werbung... Fuji, sagte Sarah aus, Fuji, wie lächerlich, als ob die irgendwie später noch so Filme machen, so Einlegefilme, weißt du. Nee, aber mir ist aufgefallen, Coca-Cola und Pepsi. Oh, das ist selten. Ja. Das ist selten. Okay. Coca-Cola oder Pepsi, was ist deine Limonade? Ich sag Pepsi, ich bin Pepsi-Typ. Immer schon gewesen. Ja, weil ich größerer Schwipp-Schwapp-Fan bin. Schwipp-Schwapp ist auch super. Bin ich auch Pepsi. Schwipp-Schwapp ist super. Ja. Wie ist denn das andere nochmal? Spezi. Spezi fand ich auch gut. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Arnold Schwarzenegger trinkt natürlich keine Schwipp-Schwapp morgens zum Frühstück, sondern naja, steht da mit so einem Mixstab und Mixsiegen. So so, ja, genau. Wie so ein Bauarbeiter das so morgens macht. So, ja, ja. Und guckt dann die Nachrichten auf so einer Leinwand, die auch gleichzeitig so Landschaftsaufnahmen zeigen kann. So ein bisschen wie Zurück in die Zukunft. Da gibt es doch auch so eine Jalousie, die irgendwie so mit... Projektion, ja, genau. Ist wie so irgendwie halt ein gigantischer Flatscreen, genau. An der Wand sozusagen. Genau. Ne? Wie das heute die Leute... die 68-Zoll-Ding bei sich im Wohnzimmer stehen haben. Ja. So. Und auf jeden Fall guckt er Nachrichten und wir erfahren dann, dass auf dem Mars offensichtlich bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Also da geht es um irgendeine Mine, in der so ein Erz gefördert wird. Da geht es um Aufstände, da geht es um Gewalt. Also der Rebellion. Mars, um Rebellion. Der Mars ist nicht friedlich, sondern da geht es gerade ziemlich rund. Und Douglas Quaid... Ich sag jetzt mal einfach im Verlauf immer Quaid, weil er wird auch nicht Doug genannt, genau, sondern immer Quaid. Selten, aber viel, ja, genau. Sagt dann zu seiner Frau Laurie, lass es uns tun, lass uns auf den Mars ziehen. Er hat den Wunsch, auf den Mars zu ziehen und sie sagt noch so, nee, da könnte jeden Moment eine Revolution ausbrechen, das machen wir nicht, da können wir es nicht aushalten. Und er sagt dann, ja, okay, dann nicht und geht dann zur Arbeit, wo er auf seinen Arbeitskollegen Harry trifft. Auch ein Bauarbeiter, der unterschiedlicher nicht sein könnte. Also hat so ein bisschen, so ein Danny DeVito-Charakter, ja, ne? Alle sehen halt einfach aus wie normale Menschen, so. Der eine ein bisschen dicker, und dann ist aber einfach ein Bauarbeiter, der sieht einfach aus wie ein Model, so. Yeah. Wie so ein Fitness, aber ist egal. So, und ist halt dann so, die ja, beiden genau. Unterhalten sich auch über den Mars und dann kommt das, sprechen sie über
Recall. Genau, weil Quaid nämlich in der Bahnfahrt zur Arbeit, zum Bau, auf so einem Werbedisplay irgendwie eine Werbeeinblendung sieht von Recall. Er sagt halt zu seiner Lori, ne? Sagt er, sollen wir nicht zum Mars? Und dann bei Recall in der Werbung wird dann auch gezeigt, ja, sie können, sind sie ihr Leben irgendwie auch satt und können sich keinen Urlaub leisten, so nach dem Motto. Wir haben irgendwie die super Lösung, wir können ihnen quasi Erinnerungen verkaufen, genau. als Urlaubstrips. Wir können ihnen die Erinnerung an einen Urlaub verkaufen. Sie erleben einen Urlaub und erinnern sich danach daran, wie als ob es ein echtes Ereignis gewesen wäre. Wollen sie zum Mars? Wollen sie an die Karibik? Keine Ahnung. Dann zählt er so ein paar Sachen auf. Und da wird Quaid natürlich hellhörig und denkt sich so, okay, Moment, ich glaube, das muss ich machen. Und deswegen fragt er seinen Kollegen Harry, hast du schon mal von Recall gehört? Genau. Und Harry hat von Recall gehört und rät ihm aber ab von Recall und sagt dann, glaube ich, er kennt jemanden, der hat es machen lassen und musste dann im Anschluss eine Lobotomie durchführen lassen. Das ist ja so ein bisschen das genau. Thema, ne? Die ja. Lobotomie. Jetzt sind wir ja alle keine Ärzte und keine Neurologen oder Neurochirurgen, aber eine Lobotomie, ich habe mir das mal rausgesucht, ist im Grunde eine neurochirurgische Operation. Ich lese das mal vor. Ich trage das mal vor. Und zwar eine neurochirurgische Operation, bei der die Nervenbahnen zwischen Thalamus und Frontallappen sowie Teile der grauen Substanz durchtrennt werden. Was Lobotomie bei Total Recall im Film bedeutet, wird nie so richtig gesagt. Also ist das in der Zukunft noch eine chirurgische... Ich glaube, die Lobotomie als solche ist auch eigentlich eine extrem veraltete ärztliche oder medizinische Anwendung. Voll, ja. Weil die früher gedacht haben, so könnte man psychische Krankheiten heilen. Ja, genau, also Psychosen, Depressionen mit starker Unruhe. Ja. Und im Grunde nach diesem auch Eingriff Hysterie. Kommt es dann halt oft zu erheblichen Störungen. Ja, weil das halt eine Gehirnschädigung ist, genau. Ne? Und die haben halt einfach gedacht, es gibt auch, ich habe mal so eine Doku gesehen über so einen Arzt, der noch bis in die, bis in die, zwischen den 50ern und irgendwie Ende 60ern oder so, hat er halt noch so eine Lobotomie-Praxis quasi, in seinen Augen perfektioniert. Also hat er quasi so ein Vorhaben, ich kenne jetzt den Namen nicht mehr von dem Arzt, aber so eine Behandlung quasi erfunden und hat die dann irgendwie auf die Spitze getrieben, das dann irgendwie an Leute irgendwie verkauft sozusagen und gesagt, ey, hier ist total super und die Leute, die werden richtig glücklich und so. In Wirklichkeit wurden die einfach weich in der Birne. Und das ist eigentlich das auch, wo die Lobotomie so herkommt. Genau. Das ist wie gesagt so, ne? Aber genau, wie du schon sagst, es wird gar nicht erklärt großartig, nur so, he was lobotomized. Und, im Grunde, was sie damit sagen wollen ist, diese ganze Erinnerungsimplantierung da, diese künstlichen Erinnerungen und das Einpflanzen der künstlichen Erinnerung, das kann übel in die Hose gehen, hin und wieder, und dann bist du echt, Entschuldigung, dann bist du echt am Arsch. So, genau. Das wollen sie damit genau. sagen. Also diese es ist halt wie, wenn du auf einem Trip hängen bleibst. Ja, so, ne? Vielleicht. Ja. So könnte man das vielleicht sagen. Ne? Und das sagt Harry ihm halt, das hält ihn aber dann nicht davon ab, trotzdem dahin zu gehen, oder? Natürlich nicht, sonst wäre der Film ja nach 10 Minuten zu Ende. Genau, und so landet Doug nämlich, oder Quaid, nämlich dann bei Recall und lässt sich dann irgendwie so ein bisschen erklären, wie das da abläuft. Genau, ein klassisches Verkaufsgespräch. Ne? Ja, ist wirklich so. Naja, was hast du denn hier zu bieten? Und dann sagt er, ja, ich kann dir alles anbieten. Wir haben die super Geschichten und Erinnerungen. Und dann sagt Quaid, ja, und was ist mit dem Typen, der irgendwie die Lobotomie irgendwie abgekriegt hat nach eurer Nummer? Und dann wimmelt der Verkäufertyp von Recall natürlich ein bisschen ab und sagt, ja, das war die Vergangenheit, heutzutage läuft alles super und guck mal hier, wir haben auch Mars im Programm, beziehungsweise er sagt, wo möchtest du denn hin? Und dann sagt Quaid Mars und dann sagt Klar, er, ja, Mars ist eigentlich nicht so toll, geh doch lieber zum Saturn. Ja, und im Endeffekt ist es halt einfach so, dass er dann zusagt, ja, ich will das aber und möchtest ein bisschen Bonusprogramm haben, du kannst ja nicht nur als Besucher dahin, sondern du könntest zum Beispiel in deiner Erinnerung bist du halt ein Millionär oder irgendwie ein erfolgreicher Sportler oder Athlet oder vielleicht Secret Agent. Und dann sagt Quaid sofort, Secret Agent, das ist spannend, das mache ich. Ja, das nennt sich in dem Film der Ego-Trip. Ja. Ne? Also es gibt die normalen Reisen und dann gibt es noch so Zusatzpakete, die du buchen kannst.
die das ein bisschen spannender machen. Und dieses Paket nennt sich Ego Trip. Also im Grunde, du sollst der Geheimagent sein, gut aussehend. Du kriegst die Frau, du tötest die Bösewichte und es ist alles mega spannend. Das ist halt wie so ein Erlebnisurlaub. Und diese Erinnerungen sollst du dann eingepflanzt kriegen. Und da wird er natürlich hellhörig, so, ne? Weil er ist grundsätzlich mit seinem Leben unzufrieden. Unzufrieden, so als Bauarbeiter, klar. Ja. Und das möchte er buchen und das bucht er dann auch. Genau, und dann kommt es natürlich, wie man sich das so vorstellt, dann kommt es natürlich, dass er während der Implantation der Erinnerungen, geht natürlich irgendwas schief. Da geht richtig was schief. Richtig, und dann geht's rund. Genau, und auch da haben wir wieder so einen medizinischen Begriff im Raum, wo jetzt keiner so richtig weiß, was ist das, was soll das? Die schizoide Embolie, also die Ärztin oder die Technikerin, ich weiß nicht, ob sie Ärztin ist, also die Frau, die das durchführt, ruft dann ganz aufgeregt den Chef dieser Einrichtung an, mit dem Quaid ja über dieses Ego-Trip-Paket gesprochen hatte und so, und sagt, wir haben hier eine schizoide Embolie, es geht gerade alles schief und er muss sein Verkaufsgespräch mit einer anderen Frau abbrechen und eilt dann dahin. Diese schizoide Embolie, ich sag mal so, was eine Schizophrenie ist, das wissen wir. Eine Embolie kennen wir ja irgendwie aus einem anderen Kontext. Also es ist ja eigentlich der Verschluss eines Gefäßes. So, offensichtlich will man uns damit sagen, da ist... Die Persönlichkeit verschließt sich vor der anderen Realität oder genau, so. Genau, so. Also da ist irgendjemand gerade psychisch gestört und völlig verschlossen und kommt nicht in die Realität zurück. So habe ich mir das erklärt. Also wenn du bei Google schizoide Embolie eingibst, dann kriegst du sofort den Link zu Total Recall. Das haben sie sich offensichtlich ausgedacht. So. Ja, sehr gut. Und der Chef rennt dann dahin und wir sehen, dass Quaid völlig durchdreht. Also dieser Muskelmann liegt auf so einer Liege, glaube ich, und reißt sich los und schubst und tritt und haut mehrere Mitarbeiter um und so. Und wir erfahren auch, dass der Chef von Recall dann sagt, es ist da schiefgegangen mit den Erinnerungen und diese Ärztin oder Wissenschaftlerin sagte, es wären noch gar keine Erinnerungen eingepflanzt worden, sondern offensichtlich ist an Quaids Verstand vorher schon einmal rumgedoktert worden. Offensichtlich sind die Erinnerungen von ihm vorher schon einmal geändert worden. Genau, und durch die Recall-Nummer wirkt das so, als ob das halt wieder so zurückkommt, ne? Dass er dann irgendwie da einfach quasi wie so eine Art Flashback hat, beziehungsweise auf einmal ja, das Gefühl hat irgendwie, also genau, da kommt ja dieses Schizoide sozusagen oder Schizophrene her. Er glaubt ja irgendwie, also er schreit da ja rum auf dieser Liege und sagt irgendwie, ja, die sind gleich da, die kommen, um mich zu holen und wir sind in Gefahr und die bringen uns um und was weiß ich. Und genau, und dann sagt nämlich hier der Recall-Kollege, der sagt ja dann, okay, pass auf, Doktor, nimm dem die Erinnerungen raus, lösch alle Erinnerungen an Recall, dass er bloß nicht irgendwie auf uns, dass es nicht auf uns zurückzuführen ist. Und wir machen jetzt hier alles dicht. Genau, so. Und das funktioniert natürlich. Genau, nicht dann so. Sedieren sie ihn, sie betäuben ihn, er kriegt da irgendwie diese Betäubungspistole ins Bein gerammt, die musste er ja vorher auch schon einmal auf sich wirken lassen. Jetzt haben wir gar nicht erzählt, dass er sich ja noch seine potenzielle Partnerin aussuchen konnte. Stimmt, eigentlich super wichtig, ja. Genau so beschreibt, wie halt eben diese Frau in dem Traum. Traum, ja. Genau so, ne? Ja. Und auf jeden Fall sedieren sie ihn, schießen ihm da so eine Überdosis von diesem Betäubungsmittel rein und setzen ihn irgendwie in so ein Auto, in ein Taxi oder so. Genau. Und der wird dann irgendwo rausgeschmissen, ist völlig durch den Wind, rennt dann da rum und trifft dann auf seinen alten Bauarbeiterkumpel Harry und der ist aber gar nicht mehr so Kumpel. Genau, der führt den dann irgendwie in so eine Seitengasse mit so zwei, drei irgendwie Muskelschergen und dann wird's irgendwie ganz wild. Der hat eine Pistole dabei. Genau, richtig. Der bedroht den und ja. Irgendwie dann fängt Quaid halt auch an, sich zu wehren und merkt irgendwie auch plötzlich so, als ob er gar nicht davon wüsste, was er irgendwie für Nahkampffähigkeiten besitzt, ja. Macht die einfach total fertig, schießt die, also entwaffnet den Harry oder wen auch immer, wer da gerade die Waffe hat, weiß gar nicht, entwaffnet den, schnappt sich die Knarre, ballert die alle über den Haufen, haut die irgendwie durch die Gegend da und guckt genau. Das geht in ein paar Sekunden, geht das über die Bühne, die ganze Nummer und dann guckt er sich um und sagt, oder denkt sich offensichtlich,
wie habe ich das denn jetzt gemacht? Genau. Lässt die Waffe so total entsetzt fallen und haut halt ab. Wir sind jetzt gerade an so einem Punkt, finde ich, das ist ja, das setzt ja schon den Grundstein von der Story. Ne? Wir könnten natürlich jetzt den gesamten Film so weiter rezitieren, aber ich glaube, dass das wollen wir nicht. Oder ist das dein Plan gewesen? Weiß nicht. Ich zucke mit den Schultern, ich weiß es nicht. Okay. Es geht ja im Prinzip, also ne, wenn wir müssen jetzt nicht den ganzen Film rezitieren, aber da ist eigentlich so dieser Turning Point. Er kommt bei Recall halt rein, will sich die Erinnerung einpflanzen lassen, dann geht was schief und ab da ist irgendwie, weil ab er auch dran anders. Ist, irgendwie, ich werde verfolgt und so weiter. Man weiß ja gar nicht, woher kommt er auf diese Idee, dass er verfolgt wird, von wem denn? Und dann auch nur mit dem Arbeitskollegen, dass dann da auf einmal plötzlich so Terror ist, ne? Dann denkt man natürlich auch, war der Arbeitskollege vorher schon irgendwie Terror und hat einfach nichts gesagt, aber jetzt, wo der Quaid irgendwie so ein bisschen revoltiert durch seine Erinnerungen, die vielleicht ihm vorher schon genommen wurde, was ja die Ärztin impliziert, was ist jetzt gerade echt? Und in dem Moment, wo das klar wird, spalten sich diese beiden Realitäten auf, ne? Weil eigentlich könnte man ja sagen, ja, da geht er zum Recall, dann hat er da seine Erinnerung eingepflanzt und dann ist alles gut. Aber in dem Moment ist halt da so der Spaltungspunkt, wo es dann die beiden möglichen Realitäten gibt. Und das ist so der Kniff und das Witzige und Spannende daran, ist der Quaid wirklich der Quaid, der einfach bei Recall jetzt einen Unfall hatte sozusagen und der Film läuft einfach so, wie wir ihn sehen, weiter. Oder sehen wir gerade seine Erinnerung, passiert quasi all das, was da passiert, damit das eine so realistisch wie mögliche Realisierung dieses Secret Agent Ego-Trips ist. Und den ganzen Film über denkt man sich ja, was ist jetzt los? Genau. Und das ist eigentlich das Spannende. Das ist das Spannende, vor allem da ja auch alle Personen, die er kennt, irgendwie in dieses vermeintliche Komplott mit eingeflochten sind, also auch seine Frau Laurie ist ja vielleicht gar nicht seine Frau oder ist nicht seine Frau, also er kommt ja dann auch nach Hause, wird von ihr auch noch angegriffen, dann kommen noch mehr bewaffnete Menschen, die er niederstreckt, dann kommt es ja sogar noch so weit, dass er sich selber sieht in einer Videobotschaft als Hauser, das soll ja sein Name vorher gewesen sein und er soll ja als Spezialagent oder als Geheimagent gearbeitet haben und habe dann irgendwann die Seiten gewechselt und zu seiner anderen Frau, ne, zu der Frau vom Mars, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, warum hast du das denn jetzt vergessen? Das musst du dir ja mal vorstellen. Du kriegst dann plötzlich eine Nachricht von dir selber und kriegst dann gesagt, du bist gar nicht du, du bist ich und ich habe dir den Körper geliehen und eigentlich bist du jemand anders. So, ich... Wie gesagt, wir müssen den ganzen Film vielleicht jetzt nicht besprechen. Nee, ne, weil sonst, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten für Leute, die den Film nicht gesehen Obwohl haben. Obwohl ich finde, wer einen Film von 1990 nicht gesehen hat, da gilt das Spoiler-Argument irgendwie auch. Ja, das auch stimmt, nicht aber ich will ja Leuten auch das ganze Ding so ein bisschen heiß machen. Ne? Aber okay. Du hast schon recht, eigentlich reden wir darüber, weil wir darüber reden, was wir daran geil finden. Vielleicht können wir sagen, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Jetzt kommt der Spoiler-Part, indem wir darüber reden, was wir davon halten und auch die Story noch so ein bisschen weiter entwirren und so ein bisschen drüber reden können. Bis hierhin, glaube ich, haben wir so viel über den Film geredet, dass der vielleicht Leuten das schmackhaft gemacht hat, die den noch nicht gesehen haben. Ja, und die können jetzt vielleicht den Film auf Netflix angucken und die Folge danach weiterhören. Und dann können wir ab jetzt eigentlich über den Rest reden. Was hältst du davon? Dann können wir vielleicht eine so ganz kurze wir's. Pause machen, vielleicht ein Zitat einspielen, das finde ich so ganz machen wir's. Witzig, da gibt es nämlich ein paar lustige Dialoge. Klasse. Der Film ist nämlich, eigentlich habe ich das nicht erwartet, aber der hat so die ein oder andere klassische Schwarzenegger-Punchline zu bieten. Ja. So gute One-Liner und naja, also von daher machen wir kurz Pause und dann reden wir gleich spoilermäßig über den Rest. So machen wir's. Geil. Gut. Liebling, sei doch vernünftig. Wir sind doch verheiratet. Betrachte das hier als Scheidung. Swallow this. What is it? It's a symbol of your desire to return to reality. Inside your dream, you'll fall asleep. All right. Let's say you're telling the truth and this is all a dream. Then I could pull this trigger and it won't matter. Doug, don't. It won't make the slightest difference to me, Doug.
for the consequences to you would be devastating. In your mind, I'll be dead, and with no one to guide you out, you'll be stuck in permanent psychosis. Doug, let Dr. Edgemore help you. The walls of reality will come crashing down. One minute, you'll be the savior of the rebel cause, and the next thing you know, you'll be Cohagen's bosom buddy. You'll even have fantasies about alien civilizations, as you requested, but in the end, back on Earth, you'll be lobotomized. So get a grip on yourself, Doug, and put down that gun. Good. Now take the pill and put it in your mouth. Swallow it. Also, da sind wir wieder. Bis zum Turning Point, also bis zum richtigen Start der Geschichte und der Action haben wir jetzt gesprochen. Den Rest des Films wollen wir nicht so kleinschrittig erzählen, aber wir wollen auf jeden Fall, glaube ich, nochmal darüber sprechen, welche Szenen wir besonders gut fanden und was uns besonders gut gefallen hat. Klar, also generell inhaltlich, was wir spannend fanden an dem Film. Wir können natürlich auch gerne über das Ende reden, deswegen haben wir gerade angekündigt, dass es ab jetzt gespoilert wird auch. Und vor allen Dingen, wie uns der Film hinterlassen hat. Das finde ich eigentlich das Spannendste daran, weil Total Recall durchaus ein Film ist, der einen quasi nachdenklich hinterlässt und einen nachhaltig auch beeinflusst im Sinne von, dass du darüber nachdenkst, was da so gerade abgegangen ist und was man davon hält und was man da irgendwie so reininterpretiert. Das finde ich halt eigentlich auch sehr, sehr spannend. Genau, also es ist halt eben nicht nur eine typische Arnold Schwarzenegger Actionballerei, sondern das ist schon ein sehr interessantes Thema, diese ganze Geschichte der Gedankenverfälschung oder Gedankenfälschung und künstliche Gedanken. Aber darüber sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal. Ja. Ich muss sagen, eine Sache, die mir unheimlich gut gefallen hat, war der Mars, diese Mutantenkolonie, die es da gab. Der Sektor G heißt es, glaube ich. Ist das richtig, Sektor G? Weiß ich nicht genau. Aber ja. Genau, die werden in Sektoren eingeteilt, wie Stadtteile sozusagen. Ne? Das ist dieser Koloniesektor oder beziehungsweise der Koloniebereich, der ja von diesem Cohagen. Genau, der Mars-Gouverneur, der Böse. Richtig, der ist ja Gouverneur oder ist auf jeden Fall irgendwie auch Firmenbesitzer oder auf jeden Fall auch Gewaltherrscher. Richtig, also Diktator fast schon. Er unterdrückt sie ja irgendwie mit Sauerstoff. Also er hat da. Er verkauft denen den Sauerstoff. Er hat da die Hand auf dem Regler für den Sauerstoff und er kann den Leuten den Sauerstoff in den einzelnen Sektoren abdrehen. Darum geht es auch gerade. Also das ist sein Machtwerkzeug und das steht halt so auf der Kippe, wenn Quaid dann irgendwie seine Erinnerungen kriegt oder halt eben auch nicht. Aber diese ganze Mutantenkolonie fand ich sehr gut. Also ich mochte den Taxifahrer total gerne, der 3, 5, 7 Kinder hat. Ich mochte die dreibrüstige Prostituierte. Ich mochte die Mutanten, die Gedanken lesen können. Ich mochte die Mutantenbader sehr gerne. Also das hat mir wirklich von der Atmosphäre und von der Optik hat mir das sehr gut gefallen. Ja, absolut. Also sowieso die Ästhetik des Films ist ja klassisch so Science-Fiction-Vorstellung dieser Zeit. Also alles, was man so aus, weiß ich nicht, Blade Runner oder Robocop irgendwie so kennt. Aus allen Filmen einfach. Alles ist irgendwie so aus Metall und irgendwie Elektrik und du hast irgendwie so Display-Telefone haben die ja, die benutzen ja so komische Telefonapparate, wo du kleine Displays drin hast. Ist wie der Vorgänger von einem FaceTime heutzutage, ne? Ja, das Taxi, was selber fährt. Genau, aber wo so trotzdem so ein Roboter drin sitzt, so ein Roboter, der mit dir redet. Genau, wo ja? so ein Roboterfahrer drin sitzt, ja. der einfach null Sinn macht und der auch noch doofe Sprüche hat. Genau. So, ne? Der also, dumm irgendwie antwortet, können Sie bitte das Ziel nochmal wiederholen, wenn Arnold Schwarzenegger sagt, fahr einfach, egal, ja, gib einfach Ziel Gas. So, ne, ja. Dieses Ziel kenne ich nicht. Ja, ja, genau. Aber die Ästhetik ist halt. Die Kleinwüchsige ist auch prima. Die ist auch klasse, ja. Die dann total durchdreht. Die ist auch vom Charakter ja ganz cool, ja. In der Schießerei. Die rumspringt. Ja, genau. In der Bar, wo die da sind, wo die Prostituierten und die Mutanten sitzen, wo er dann reinkommt und die Rebellionsmitglieder quasi trifft. Da gibt es ja dann auch nochmal eine actiongeladene Schießerei und so weiter. Die mochte ich sehr gerne, die Szene, ja. Wie fandest du die Szene, wie jetzt, als er zum Mars reist und sich als dicke Frau verkleidet? Ja, die ist auch. Und sich dieser Helm. Total dann wirsch. Öffnet, ja. ne? Der ich dann aber auch noch eine Bombe ist. Ja, total geil. Der hat ja so einen Helm auf und der öffnet sich so Schicht für Schicht zur Seite. Und dann sieht man einfach Arnold Schwarzeneggers Kopf in so einem Frauendress
übergrößig. Ja, er hat sich halt verkleidet und hat aber so einen Kopf angezogen oder so eine Maske angezogen, die aber trotzdem die halt menschlich sich bewegt. Wie, so wie eine Frau aussieht. Gestik, ne? Genau. Lächelt so die ganze Zeit, dann ist er an der Kontrolle und der Typ fragt, ja, wie lange bleiben Sie denn hier auf dem Mars? Ja, 2 Wochen. Und ja, keine Ahnung, alles klar, so guckt so die Papiere durch und dann sagt der Mars-Fuzzi ja, haben Sie irgendwelche Obst- und Gemüsesorten mit importiert hier, ne? Und dann antwortet sie mit 2 Wochen, also er, der Quaid, ne? Aber in dieser Frauengestalt, weil offensichtlich das Einzige ist, was diese Maske so durch Mimik quasi von sich geben kann. Was ich auch irgendwie ein bisschen abstrakt finde, weil du kannst irgendwie, keine Ahnung, Erinnerungen in jemanden rein implantieren und du hast da irgendwie Mutanten und alles mögliche, aber so eine Maskentechnologie, wo du nur einen Satz reinprogrammieren kannst, oder wofür ist das gut? Das wird ja nicht mehr erklärt, woher diese Maskerade herkommt. Er kommt da an irgendwie als Frau. Und hat dann er sie nicht von diesem Geheimagenten, der den Koffer unten hinstellt, an die, oder ist nee, da nur dieses... Da war Kohle drin, da war dieses Riesentelefon drin mit dem Bildschirm mega, aus Metall. Genau, dieser Koffer, der so eine Bildschirmübertragung quasi von ihm selbst als Hauser beinhaltet, genau. Und dann ist dieser Maskenhelm, sag ich mal, dann ist der auch noch eine Bombe. Also er wirft den ja seinen Widersachern dann zu, hat noch so einen schlagfertigen Actionspruch irgendwie dann drauf und dann explodiert das Ding. Macht euch bereit für eine Überraschung! Also er hat sich ja eine Maske und einen Helm, der gleichzeitig eine Bombe ist, das setze ich mir noch nicht auf den Kopf. So, und das Ding hat ja offensichtlich schon eine Fehlfunktion, wenn es mehr sagen muss als 2 Wochen. Ja. Weil er stammelt ja dann so rum und dadurch wird ja dann auch erst der. Da wird so eine Fehlfunktion quasi ausgelöst und sie, also ne, die Maske, die rastet dann so aus, als ob die irgendwie wieder einen Kurzschluss hätte. Ne, und dann, oder einen epileptischen Anfall. Oder ja, so. Das sieht vollkommen gestört aus. Und dadurch kommt ja, genau, wie wolltest du ja gerade sagen, der Richter, der läuft ja dann auch gleichzeitig an dem vorbei und will eigentlich woanders hin. Und dreht sich nochmal um, weil dieses Gezeter und das Krakele da von der Schwarzenegger-Frauen. Genau. Maske mitkriegt und genau. Ja, genau. Und dann sagt er, das ist Quaid. Und dann wirft er das Ding und dann ist es also er hat eine Bombenmaske. Gut. Genau. Kann man war aber auch jedenfalls so von der Technik her, war das auf jeden Fall eine der eindrucksvollsten Szenen, die man auch am häufigsten irgendwie zitiert und ausgeschnitten sieht oder sowas oder in Trailern. Gut. Die ist halt geil gemacht, auf jeden Fall. Auch die ganzen, ich finde auch die ganzen Bluteffekte gut gemacht und so weiter. Also für die Zeit voll okay, macht Spaß. Wie er sich die Sonde aus der Nase zieht. Ja, das war eklig. Das war auch eklig, ne? Ja, weil er so einen schlecht. Peilsender quasi im Kopf hat. Ja, das war nicht übel. Genau. Die Szene mochte ich auch sehr gerne. Und weißt du, welche Szene ich am besten fand? Das war die Szene, wo er nochmal auf Laurie trifft. Ne, gar nicht. Wo dieser Arzt auftaucht. Dieser glatzköpfige Arzt, der dann mitten bei ihm im Zimmer steht. Und sagt, ja, hier. Und sagt, du bist gar nicht hier, du bist noch bei Recall in dem Labor. Du bist immer noch der Quaid, ne? Genau. Du ziehst gerade hier einfach deine Erinnerungen durch. Ich habe mich hier einpflanzen lassen, um dir jetzt zu sagen, dass du hier raus musst, weil du gerade paranoid wirst. Ist das nicht krass? Dann sagt er, man hat mich in dieses Programm eingefügt und ich soll dir jetzt hier erklären, dass du noch bei Recall bist und du drehst gerade durch. Und genau. Wir müssen dich zurück in die Realität holen. Und dann, die Szene fand ich super, holt dir so eine... Ist grandios. Da kommt ja Laurie auch noch, die taucht dann auch plötzlich noch auf. Übrigens heißt die andere Frau Melina, was uns ja gerade nicht eingefallen ist vor lauter Doofheit. Dann zieht er ja diese rote Pille raus und sagt, nehmen Sie diese Pille. Und er sagt, was ist denn das für eine Pille? Und dann sagt er ja, das ist ein Symbol ihres Wunsches, in die Realität zurückkehren zu wollen. Und da habe ich so gedacht, boah, das ist das intelligent geschrieben. Das fand ich total, erinnert einen so dann ein bisschen auch an Matrix, oder beziehungsweise Habe ich auch dann sofort natürlich dran gedacht, rote Pille, blaue Pille und sofort irgendwie, ja, okay. Weil da Matrix ist ja auch nichts anderes. Auch Science Fiction, auch irgendwie Realität versus irgendwie halt Matrix, ne? Und du weißt eigentlich nicht, was ist gerade was. Und da habe ich auch gedacht, ja krass, da habt ihr euch aber schön bei Total Recall oder halt bei der Geschichte von K. Dick einfach bedient. Ne? Das fand ich so intelligent geschrieben. Und wir wissen ja am Ende auch nicht, ist es vielleicht Gift, was da drin ist? Oder ist es irgendwie nur ein Placebo? Aber diese Pille als Symbol des Wunsches zurückzukehren, zu nehmen, das fand ich ganz
fand ich total beeindruckend. Und dann merkst du, er ist auch ein bisschen hin und her gerissen. Und Laurie, auch, obwohl sie ihn jetzt, glaube ich, schon mindestens ein, wenn nicht sogar zweimal richtig verhauen hat, weil sie ja auch übelste Karate-Tricks drauf hat, hat immer noch einen Einfluss auf ihn. Und er ist immer noch so ein bisschen, er hat sie ja bis dahin auch noch nicht erschossen. Das passiert noch, aber bis dahin halt noch nicht. Ja, vor allen Dingen, der Grund ist ja, warum er immer noch irgendwie so ihr dann am ehesten vertraut, ist ja, weil in dem Moment, wo ihm gesagt wird, ja, du bist hier noch bei Recall, oder wenn er darüber nachdenkt, dass es eine Möglichkeit ist, ist ja dann auch quasi immer noch im Raum, okay, die Laurie ist ja eigentlich meine Frau, mit der ich 8 Jahre verheiratet bin. Genau. Und in dem Moment, wo er ganz, ganz am Anfang, nachdem das Experiment von Recall schief geht, er nach Hause kommt und sie dann anfängt, ihn irgendwie zu attackieren, ist es ja schon so, dass sie dann sagt, ja, wir sind gar nicht verheiratet. Ich bin seit 6 Wochen, habe ich dieses Assignment hier, diese Aufgabe, mich an dich dran zu klemmen und dir vorzugaukeln, dass du verheiratet bist mit mir. Und dann sagt er auch so, was soll das denn? Ich hab doch Erinnerungen an 8 Jahre unserer Beziehung, ne, und unserer Ehe. Und sie sagt, nee, ist Quatsch, das sind alles implantierte Erinnerungen. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich, das ist schon der früheste Punkt, wo darüber gesprochen wird, dass die Möglichkeit besteht, dass alles in dem Film, was passiert, irgendwann von irgendwem in jeder Person implantiert worden, genau, sein, ja, könnte. Einfach weil die Technologie existiert, musst du darüber nachdenken, ich könnte theoretisch, oder jeder Charakter in dem Film könnte theoretisch, gehen wir mal davon aus, dass jetzt diese Recall-Nummer funktioniert und egal in welcher Realität man sich befindet, aber sagen wir mal, es funktioniert, jeder Charakter könnte eigentlich jemand anders gewesen sein, weil dessen Erinnerungen gelöscht wurden. Genau. Und dann kommt es ja dazu, also er ist hin und her gerissen, er weiß nicht, soll das glauben, soll das nicht glauben, und dann, das fand ich auch, also ich meine, das ist ein bisschen cheesy, aber ich fand es trotzdem ganz gut, dann sieht er ja diese Schweißperle. Finde ich gar nicht cheesy, finde, nee, ich großartig. Ich finde es auch geil, aber ich meine, gut, cheesy muss ja auch nicht immer schlecht sein. Ne? Ja, viele Dinge in den 80ern sind halt cheesy und trotzdem gut. Ne? Ja, klar. Und diese Schweißperle rinnt dann so an der Stirn des Doktors runter und er denkt dann wahrscheinlich, wenn du nur hier bist, um mir das zu erklären, und wenn das alles... Brauchst du keine Angst haben. Dann brauchst du nicht schwitzen, Kollege. Und außerdem, genau, wenn du nur eine Erinnerung in meiner Erinnerung bist... dann schwitzt du nicht. Das weiß dann man nicht. Vielleicht sind die Erinnerungen haben. So real, dass die Leute auch schwitzen. Ja, aber warum? Das ist Angstschweiß. Und das, ja, ist der Punkt. Er hat Angst, dass er den Köder nicht schluckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und deswegen schießt er mit, weil dem Moment er halt in den Kopf. Weil er halt ihm auch eine Pistole an, ja, den Kopf hält. Und dann verteilt er einen von vielen Kopfschüssen in dem Film. Und es kommt zu einer weiteren Schlägerei. Und auch seine Frau wird dann ja schließlich schlussendlich mit einem Kopfschuss niedergestreckt. Aber die Szene fand ich unheimlich stark. Ja, mega, mega spannend, weil du bist ja selber auch so angespannt und denkst ja selber auch in dem Moment, ist das jetzt so? Ja. Also ich meine, das ist ja, meiner Meinung nach ist das ja der Grundtenor des Films und überhaupt die Krux einfach des Films, dass du in jeder Sekunde des Films eigentlich denken musst, was ist jetzt Sache? Mhm. Ist er wirklich Quaid und erlebt gerade, also gucken wir einfach gerade seine Spionage, Ego-Trip-Erinnerung an? Oder ist das Experiment wirklich schiefgelaufen und er ist halt der Quaid, der eigentlich doch der Hauser ist? Man kommt beim Sprechen total durcheinander, finde ich. Ja, Wahnsinn. Es ist sehr verworren. Ne? Genau. Also das sind halt die Möglichkeiten. Er könnte Douglas Quaid sein. Kohag sagt ihm, er ist Hauser und ist zu Douglas Quaid gemacht worden, damit er ihn ja zu den Mars-Rebellen führt, zu Melina führt, damit er sie quasi töten kann und sie ihn dann nicht mit diesem seinem Geheimnis auf die Schliche kommen, dass dieser Reaktor da steht. Da kommt ja noch dieser Reaktor, ja, ins Spiel, der ja von Aliens gebaut Knief, worden, genau, ist. Ja. Ob das so nötig war, weiß ich nicht. Aber im Grunde geht es halt darum, wer ist er? Und am Ende, du hast ja gerade gesagt, du fandst das Ende auch sehr stark, am Ende stehen ja Melina und Quaid dann irgendwie auch an so einem Abhang oder so und sind sich beide nicht sicher, was war das jetzt hier? War das jetzt eine Erinnerung oder war das die Realität? Ja, vor allen Dingen, es ist ja dieser Reaktor, der ist ja dann, die machen den ja an, damit alle doch wieder Sauerstoff bekommen, genau. Aber gleichzeitig geht auch irgendwie der Mars offensichtlich unter, oder sie wissen jedenfalls nicht, was es für Auswirkungen haben kann, alles rumpelt und wackelt und keine Ahnung, es kommt auch irgendwie wie so ein weißes Licht irgendwie, was immer heller wird, also der ganze Film endet auch mit einer Weißblende und er sagt ja dann auch irgendwie, ja, was ist denn das jetzt, ist es jetzt hier ein Traum oder die Realität oder so ähnlich, und dann sagt sie, ja, dann
egal was, aber küss mich noch ein letztes Mal. Und dann geht's halt zu Ende so, ne? Dann ist der Film vorbei. Aber auch da ist ja dann, du endest ja quasi damit, okay, ich weiß einfach nicht, was jetzt Sache ist. So, er wacht nicht nochmal auf und Laurie ist da und sagt, na, wie war denn deine Recall-Erinnerung? Und er sagt, ja, scheiße oder so. Sondern wir wissen es nicht. Und das ist ja der Kniff, den all diese Filme gemeinsam haben, die ich vorhin aufgezählt habe. Existenz, Cypher, in gewisser Weise auch Matrix, ne? Dass du einfach nie weißt, irgendwie, wo ist diese Realitätsebene gerade angesiedelt. Ja. Und das ist halt so dermaßen spannend, oder halt hier Inception oder so, wo du einfach die ganze Zeit denkst, ich kann mich nicht entscheiden, welcher Variante ich folge und welche ich glaube. Und da kommen wir eigentlich zu einem Thema, was du gerade in der Pause kurz mir geschnitten hast, was du gerne worüber du reden möchtest. Ja, genau. Also erstmal nochmal grundsätzlich, es ist also wirklich kein Film für jemanden, der sein Ende braucht. Also der, genau, also so, abgeschlossen der braucht, ist der halt so eigentlich Happy nicht. Happy End, ja. Oder wir haben ein ganz klares Ende und dann ist gut. Ja, wir haben jetzt über den Film gesprochen und dann habe ich mir mal so überlegt, wie findet man das denn so? Also, es gibt ja immer wieder, also so diese Forschung an Erinnerungen und daran, ob man Erinnerungen beeinflussen kann, die gibt es ja wahrscheinlich schon seit Hunderten von Jahren. Wie findet man denn den Gedanken so, dass sowas möglich wäre, dass man sich künstliche Erinnerungen einpflanzen lassen kann? Ne, wir sind ja ein nerdiger Podcast, also wir sprechen natürlich auch darüber, ob solche Techniken vielleicht mal möglich sind und wie man das dann so findet. Klar, ich meine, Science Fiction ist natürlich ein Thema, ne? Für uns sowieso, für unseren Podcast und aber für unsere Vorlieben ja auch. Wir finden sowas cool. Ich meine, wir sind jetzt keine Wissenschaftler. Ja nicht, aber es ist ja nicht weit hergeholt. Nein, ne? Und viele Techniken aus Science Fiction Filmen gibt es ja mittlerweile. Ob es eben die FaceTime ist, ich meine, wie heißt ja nochmal dieses SpaceX, ne? die jetzt irgendwie Raketen bauen, die wieder landen können, also die ne, die nicht irgendwie einfach nur abstürzen, sondern wo die Treibstoffraketen und alles wieder mit versuchen zu landen. Also Raumfahrt haben wir, wir haben Smart Homes, ja, wie bei Zurück in die Zukunft. Wir können sagen, Alexa, mach das Licht an, mach das Licht aus, bestell mir was, mach den Herd an, regel die Heizung. Das hört sich jetzt für uns heute gar nicht mehr so spannend an, aber wenn ich überlege, dass es vor 30 Jahren noch einen Sendeschluss gab. So, weißt du, was ich meine? So, ja, ne? Oder auch, wenn du dir ganz alte Versionen von Zukunftsvisionen anguckst, ne? Zum Beispiel die Jetsons oder voll. Ne? Keine Ahnung, irgendwelche Science-Fiction-Filme halt aus den 80ern. Es ist halt, gehört ja Total Recall im Prinzip auch dazu. Die Geschichte ist ja noch viel früher geschrieben worden. Oder so, wenn er auch irgendwie Orwell oder Orson Welles oder so mit irgendwelchen furchtbaren Zukunftsvisionen irgendwie, wie Brave New World und 1984 und so weiter. Schon alleine der Punkt, dass 1984 spielt und aber irgendwie 30 Jahre vorher geschrieben wurde und dann aber schon diverse Dinge eigentlich realisiert waren, die da als Horrorvorstellung vorgeschrieben wurden. Ja. Das sind ja so Sachen, und das ist ja der Witz an der Sache. Die Technik, genau. die progressiert eigentlich viel, viel schneller, als wir uns das erträumen könnten. Ja. Und das macht das Ganze wahnsinnig gruselig. Und diese ganze Gedankengeschichte ist ja auch eigentlich nicht weit hergeholt. Lobotomie ist da irgendwie noch der ich sag mal, rustikalere Holzfäller-Ansatz. Dass es aber Gedankenkontrolle, Brainwashing und Erinnerungslöschung oder Veränderung irgendwie gibt oder Gedankenmanipulation, das ist ja auch nichts Neues. Oder irgendwelche Experimente mit bewusstseinsverändernden oder alternierenden Drogen oder sowas, das ist ja alles real. Ne? Und die Frage ist natürlich klar, wenn es jetzt irgendwie sowas gäbe, wie eine Institution, die dir irgendwie eine Erinnerungseinpflanzung oder so ermöglicht, willst du es machen oder nicht? Das muss jeder halt irgendwie selber für sich entscheiden. Ich finde es gruselig und würde da irgendwie wie der Harry auch eher sagen, so, ey, bevor du mit deinem Gehirn irgendwie was machen lässt, denk mal darüber nach, ob du nicht einfach gerne selber eine saubere Wahrnehmung hättest. Ja. Also das gibt es auf jeden Fall. Also dann lieber Straight Edge. Ja. Ja, das Ding ist halt, also wir wissen ja auch nicht alles, was so läuft. Ne? Also nee. Ich will jetzt hier auch keine Verschwörungstheorien spinnen, ja. Aber ich will gar nicht wissen, was irgendwelche Militärs und Geheimorganisationen, Geheimdienste und so, was die. Wozu die möglich
was die für Möglichkeiten haben. So, ich meine, wenn es heute so weit ist, dass man Leute mit wie heißt das, Novichok vergiften können, weil der einen Tee trinkt, so und ach so, und ja, so, ja. Solche Geschichten, also dann werde ich immer, denke ich mir so, ich will gar nicht wissen, was da passiert. Ich hatte mich da mal so ein bisschen informiert zum Thema Gedankenfälschung und Verfälschung. Wie gesagt, wir sind beide jetzt keine Psychiater oder Neurologen, aber es ist schon möglich, Gedanken auch zu manipulieren. Ja? Wer sich dafür interessiert, der kann sich mal so den genauen Ablauf des Lost in the Mall, also verloren im Einkaufszentrum, Experimentes angucken oder auch Bugs Bunny in Disneyland, wo also mit Hilfe von Suggestivfragen und von der Hilfe von Angehörigen zum Beispiel und Details, also man hat quasi Leute gefragt oder man hat Leuten versucht, die Erinnerungen daran zu geben, dass sie als Kind mal in einem Einkaufszentrum verloren gegangen sind. Und das hat man geschafft, weil man Angehörige und Freunde vorher mit ins Boot geholt hat und sie gefragt hat, okay, habt ihr eine Mall in eurer Stadt? Ja, wie heißt die? Und man hat sich Details geholt und in welchen Laden wäre das Kind wohl gegangen und wie alt war das Kind da und wie sah das aus und all solche. Und man hat es also geschafft, Leute so weit zu kriegen, dass sie das geglaubt haben, obwohl die Erinnerung halt eben nicht da war. Und ähnlich hat man das mit diesem Bugs Bunny Experiment in Disneyland und das schließt sich ja aus. Bugs Bunny wird niemals in Disneyland rumrennen, weil Bugs Bunny nicht Disney ist, sondern halt eben Warner Brothers. Genau. Und auch da hat man es geschafft, die Leute so zu beeinflussen, dass sie das glauben. Das ist natürlich weit weg von dieser, wir schließen dich an eine Maschine an und löschen alles, was du gedacht hast und geben dir was ganz Neues. Aber es zeigt ja auch... Es ist ja ein ähnliches Konzept. Es zeigt auch, dass was wir können uns täuschen, unser Verstand kann uns einen Streich spielen und wir können unseren Verstand manipulieren und andere Leute können ihn auch manipulieren. Ja, vor allen Dingen, ich meine, es ist ja auch total logisch, dass diese Richtung funktionieren muss, wenn die andere Richtung auch existiert. Du vergisst Dinge. Ja. Du bist der Überzeugung, du hast diesen einen Film noch nicht gesehen. Du guckst einen Film... Bist du überzeugt, habe ich noch nie gesehen. Ja. Und dein Partner sagt dir, aber wir waren doch zusammen im Kino. Und du hast ihn vergessen. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, fandst ihn langweilig und deine Erinnerung hat den einfach irgendwie verdrängt, weil er unwichtig ist. Und dann verschwindet der und du kannst dich nicht dran erinnern, weil dich dieser Film einfach in keinster Weise beeindruckt hat. Beispielsweise. Und dann hast du es halt vergessen. Und wenn du irgendwas vergessen kannst, dann kannst du dir auch eine falsche Erinnerung quasi selber vorgaukeln oder vorgaukeln lassen. Wenn dir dann jemand sagt, nee, weißt du nicht mehr, dann ist das passiert. Und wenn du das, weiß nicht, überzeugend rüberbringen kannst, dann ist das, glaube ich, schon möglich, dass du dann anfängst, das zu glauben. Das ist jetzt ein bisschen weg von den Erinnerungen, aber als ich sehr, sehr jung war, habe ich zum Beispiel Träume gehabt, schlimme Träume, als Kind, da war ich so, ja, im Grundschulalter, die ich echt für wahrgehalten habe. So, ich hatte ganz schlimme Fallträume, sagt dir das was? Wo man das Gefühl hat, ja, dass du fällst irgendwo runter, ja. Und man auch... Am Aufschlag wachst du auf oder so. Ja, und man auch offensichtlich so unter Stress ist, dass man im Bett rumzappelt und dann fast das Gefühl hat, dass man so einen kurzen, durch sein Zappeln so einen kurzen Sprung nach oben macht und auf sein Bett knallt. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen kann. Ich sag das einfach trotzdem mal. Ich hoffe, der reißt mir nicht den Kopf ab. Mein lieber Bruder Arne, schönen Gruß an der Stelle, der mir also mal berichtet hat von einem Traum, wo er gedacht hat, er fliegt. Wir hatten ein Kinderzimmer und hatten da ein Badezimmer um die Ecke. Unser Kinderzimmer, was total dunkel und gruselig war. Er fliegt in dieses Badezimmer und kann nicht reden und kann sich nicht bemerkbar machen. So, und das hat er mir erzählt und das war so ein übles Erlebnis, weil das so real war, der Traum, dass ihn das echt fertig gemacht hat. So, also es gibt ja auch Träume, wo du dann aufwachst und gerade denkst, warte mal, war das jetzt so oder war das Quatsch? Oder man schläft ganz tief, jemand ruft an, man wacht auf, geht benommen ans Telefon, legt sich wieder hin und weiß dann am Ende gar nicht mehr, warte mal, hat jetzt einer angerufen oder nicht, war das oder geträumt? Oder habe ich das geträumt? Ja. Kennst du das? Ja, klar. So, dass du dann denkst, hey, habe ich geträumt, dass der angerufen hat oder nicht? Also auch da ist man ja manchmal in so einer Lage, dass man jetzt nicht weiß, war das jetzt echt oder war das verkehrt? Und das ist natürlich eine super gruselige Vorstellung. Ja, ich meine, das ist wahnsinnig gruselig und das fängt ja schon irgendwie bei der ganzen Traumthematik an. Das ist ja schon gruselig und verrückt. Voll. Was wir alles träumen, das ist ja total absurd. Ja. Und alle sagen ja, also ne, so Traumforschung und so weiter sagt ja immer,
dass du im Traum das verarbeitest, was du am Tag erlebt hast und nicht verarbeiten konntest. Mhm. Und das Traum halt so Bewältigung von dem ist, was du halt irgendwie mitgenommen hast. Aber das sind ja so absurde Sachen, die auch zum Teil irgendwie so zeitlich vollkommen weit zurückliegen oder so, dass du dann irgendwie träumst, du wärst, keine Ahnung, irgendwie nochmal Anfang 20 oder du studierst noch oder so oder ne? Und dann, solche Sachen träumst du manchmal und dann denkst du irgendwie, aber das ist doch schon irgendwie 15 Jahre her, warum träume ich denn jetzt davon? Quatsch, ne? Ja, also das, ja. Gut, Traumdeutung ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wo aber man auch richtig ja Angst hat. Ja. Ne? Oder der Klassiker. Nackt in der Schule. Ja. Jeder schon mal geträumt. Ne? Oder in der Unterhose in die Schule gegangen oder ja. So. Also es gibt ja auch, genau. Oder wirklich als Kind horrormäßige Träume, wo man wirklich Angst hat. Ne? Wo man schweißnass aufwacht und so. Und also und dann ja auch sagen könnte, okay, es war ein Traum, fertig. Mittlerweile schlafe ich gut, aber früher als Kind hatte ich sowas halt. Ne? Mhm. Also das ist schon gruselig. Wenn ich mir jetzt heute so überlege, also spinnen wir das mal so ein bisschen, spinnen wir diesen Handlungsstrang mal so ein bisschen weiter, so wir wohnen jetzt hier in Duisburg und neben Netto ist so eine Bude Recall. So, und ich könnte da hingehen und könnte mir falsche Erinnerungen einpflanzen lassen. Weißt du, was mich dann stört? Wenn ich jetzt ganz normal arbeite, ich bin jetzt ein Bauarbeiter und arbeite jeden Tag hart und bin dann für 2 Wochen Geheimagent, komme dann aus meinem Urlaub wieder von meinem Ego-Trip und stehe dann wieder am Presslufthammer. Wie verarbeite ich das denn? Das ist auch Quatsch, oder? Also ich habe dieses Gefühl oft, entweder nach dem Urlaub, dass ich zurückkomme, ich denke mir so, ja toll, so jetzt kommst du wieder ins öde Deutschland zurück irgendwie und keine Ahnung, du hast halt nicht mehr das, was du im Urlaub toll fandest. Aber es war ja kein Urlaub, also du warst ja nicht Geheimagent im Urlaub, sondern du warst ja im Job, also du hast ja ein ganz anderes Leben geführt. Ja, aber das ist ja was man sich dann in dem Moment ausgesucht hat. Du kannst ja auch einen Erlebnisurlaub machen. Du kannst ja auch irgendwie Rucksacktourismus irgendwie auf den Himalaya steigen. So ist ja auch irgendwie abenteuerlich und lebensgefährlich und was weiß ich. Und dann kommst du auch wieder nach Hause und setzt dich ans Büro. So, ne? Und im Endeffekt ist ja auch der Grund, warum der Quaid irgendwie zu Recall geht. Einerseits, weil er irgendwie diese Mars-Verbindung hat und aber auch, weil er mit seinem Leben so unzufrieden ist und weil das ja auch wie so eine Art Urlaub ist. Und dann wird das ja auch beworben im Film. Und sie sagt, hey, wenn du keinen tollen Urlaub leisten kannst, wir können dir die Erinnerung eines Urlaubs ermöglichen für viel weniger Geld. Und die ist genauso realistisch. Ist sogar noch besser, sagen sie, weil ja, stimmt. Du hast die Fahrt nicht und den Stau nicht und die plärrenden Kinder im Flugzeug oder im Auto, sondern es geht im Grunde direkt ans Eingemachte. Du bist direkt da. Der Urlaub geht los, er dauert nicht so lange und du kannst die Erinnerung, mein Urlaub kann auch schlecht sein. Wir beide haben schon mal Urlaub gebucht und hatten Pech mit dem Wetter oder hatten Pech mit der Unterkunft oder irgendwie war es doch nicht so cool. Aber da kannst du genau aussuchen, woran will ich mich erinnern und alles wird perfekt für dich gemacht. Ja. Ist eine ganz coole Idee. Ich glaube, ich würde das nicht machen, aber ich würde mir gerne Erinnerungen löschen lassen. Das ehrlich? Ist, ja, voll. Also ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Das wäre doch ein bisschen zu persönlich. Nee, muss auch nicht, aber es würdest du machen. Aber ich meine... Aber es gibt ein paar Erinnerungen in meinem Leben, die ich als so unangenehm empfinde oder als so peinlich empfinde und die mich stören, weil ich mich da vielleicht doof verhalten habe oder weil mir was passiert ist. Ja, was ich unangenehm oder peinlich oder ganz schlimm fand und ich glaube, dass ich diese Erinnerung gerne löschen würde. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ne? Also wir hatten gerade schon über posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe jetzt kein Trauma oder so. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, okay, wenn ich mir könntest das leisten könnte, verzichten, so, ja, ne? Die würde ich gerne löschen. Ja. So, da wäre ich so. Ich meine, das ändert ja nichts daran, dass andere Menschen das vielleicht noch wissen. Aber ich würde die löschen lassen. Also den Gedanken finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich glaube, sowas kann ich mir nur vorstellen, dass es interessant ist, wirklich bei traumatischen Erinnerungen, weil, also, ich bin nämlich der Meinung, jedes Erlebnis im Leben prägt dich halt auf eine gewisse Art und Weise dahingehend, dass du daraus auch lernen kannst, ja, wenn du natürlich. Das lässt. Denn wenn du irgendwie, weiß nicht, du hast dich mal blöd benommen, hast irgendeine Scheiße erlebt oder so, dann bist du ja danach im Bestfall, sag ich mal, kannst du daraus lernen und sagen, okay, ich wiederhole das nicht, ich bin nämlich jetzt nicht nochmal so oder ich achte demnächst irgendwie darauf, was ich sage, bevor ich den Mund aufmache oder ich begebe mich einfach nicht in diese Situation, damit das nicht nochmal passiert. Ich habe jetzt meine Erfahrung gemacht, hat mir gereicht so, ich bin jetzt nicht mehr neugierig, weil wir sind halt dumm, naiv und neugierig, wir Menschen.
Sehr oft jedenfalls. Und wenn wir nicht irgendwie aus Erfahrungen lernen, dann sind wir für immer dumm, naiv und neugierig und 16 Jahre alt im Kopf. Ja, so, das ist natürlich eine super bequeme Lösung. Ne? Also das ist natürlich auch ein bisschen feige so. Ne? Diese Erinnerung zu löschen, klar, dann sagt man, ey, das hat mir nicht gepasst. Oder da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich geweint, weil man mich verlassen hat. Oder da hat der Lehrer mich an die Tafel gestellt und ich habe mich vor der ganzen Klasse zum Idioten gemacht und so. Passiert jedem im Leben. Na, jeder hat schlimme Erinnerungen, manche mehr, manche weniger. Aber wie gesagt, so, ich finde den Gedanken nicht schlecht, die ein oder andere zu löschen. Ich weiß, worauf du da hinaus jetzt mit dem jedes Erlebnis bringt uns dahin, wo wir jetzt sind. Aber so ein paar Sachen, wie gesagt, ich sag die jetzt nicht, aber das fänd ich an und für sich ganz gut. Ansonsten hätte ich echt Angst, irgendwie da auch durcheinander zu kommen und nicht mehr zu wissen, was geht ab, so, wer bin ich, wo will ich hin. Dazu so. Gibt's doch, zu dem Thema gibt es auch eine wahnsinnig geile Rick and Morty-Folge, wo die, hast du Rick and Morty gesehen? Ich habe alle Folgen Rick and Morty gesehen. Okay. Also bis einschließlich Staffel 3. Okay, ja. Aber hilf mir gerade mal auf die Sprünge, welche Folge ist das denn? Das ist die Folge, wo Rick und Morty in diesen Erinnerungskeller gehen, wo Rick irgendwie die ganzen Erinnerungen in so kleinen, wie so Reagenzgläsern. Wo wir den jungen Rick auch sehen, wie er die Portal Gun entwickelt in der Garage. Ist es das? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber die Folge endet damit, dass die Schwester von Morty, wie heißt sie denn nochmal? Summer. Dass sie dann irgendwie bemerkt, dass die beiden schon wieder sich irgendwie gegenseitig ihre Erinnerungen, die sie sich selber löschen lassen haben, gegenseitig, wiederum neu zeigen und davon so angeekelt aufeinander sind, dass sie halt irgendwie anfangen, sich zu verprügeln und irgendwie total mega einen Riesenstreit und mega Krieg anfangen. Und dann geht Summer hin und kriegt das mit und sagt, ach, ihr seid mal wieder so weit. Was habt ihr denn gemacht und welche Erinnerungen habt ihr euch angezeigt? Ach so, das ist Stufe so und so. Okay, passt auf. Und dann revidiert sie das Ganze halt wieder und restored sozusagen die Normalität von den beiden und von deren Mindset. Und das ist eigentlich auch so, wo Morty dann auch irgendwann sagt, so, warte mal, eben das und das haben wir alles erlebt, das ist ja voll widerlich und ich hasse dich und keine Ahnung was, wo ziehst du mich eigentlich immer, was für eine Scheiße ziehst du mich eigentlich mal rein? Und genau das ist ja eigentlich so das, ne, dass es dann so weit kommen könnte, dass du dir irgendwann, am Anfang lässt du dir vielleicht nur die schlimmen Sachen irgendwie löschen, dann später irgendwie so, oh, letztens, keine Ahnung, ist das und das passiert, aber weiß nicht, da ist mir, keine Ahnung, der Zug vor der Nase weggefahren, ich habe mich geärgert so, ja. Und lösche ich jetzt auch einfach, um besser drauf zu sein, nicht zu denken, oh, scheiß Zug oder so. Und du fängst dann einfach an, irgendwie zig Sachen zu löschen, die einfach unangenehm waren. Ja, und die aber unnötig sind, weil du einfach darüber hinwegsehen könntest. Ne? Ja. Ja, wir driften ganz schön ab. Wir driften voll ab, ich glaube. Was ist denn dein Konsens dieser ganzen Gedankenmanipulationsgeschichte auf Total Recall? Also glaubst du, dass so ein die Gedankenmanipulation, von der du jetzt gerade gesprochen hast, so Bugs Bunny in Disneyland oder dieses Mall-Experiment, ja, dass das Mall irgendwie so weit gehen kann, so mit Manipulation und Verwirrung unserer eigenen Wahrnehmung, dass so ein Total Recall irgendwann mal möglich sein könnte? Ich sag ja. Ich glaube ja. Ich glaube nicht in 10, 20 oder 50 Jahren. Ich weiß, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal eine Technologie gibt, die das kann. Ich bin jetzt einfach mal, ich will jetzt gar nicht sagen zuversichtlich, aber ich trau uns das mal zu. Wenn ich so überlege, was mittlerweile schon alles möglich ist und wo die technische Entwicklung auch hingegangen ist in den letzten Jahren und so, vielleicht ist es möglich. Vielleicht ist es in 100 oder in 200 Jahren möglich. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr miterleben, aber vielleicht ist es möglich. So könnte ich mir schon vorstellen. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht möglich ist. Was meinst du? Ja, ich schließe auch nichts aus, was das angeht. Nee, weil man einfach kann die auch heute nichts mehr ausschließen. Nö. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dir die Geschichte anguckst, die Geschichte der Wissenschaft und des Fortschritts, den wir irgendwie so erreicht haben. Alles, was irgendwie möglich ist, es zu erfinden, das tun wir auch. So, ne? Manhattan Project, die haben daran gearbeitet, durch Physik eine Waffe herzustellen, eine Atombombe zu kreieren,
die einfach gesamte Landstriche und Städte irgendwie in einem Sekundenbruchteil komplett im Erdboden gleich macht. Und eigentlich in dem Moment, wo die Forscher und Einstein und Heisenberg und was weiß ich, wer da noch alles beteiligt war, dass die nicht gesagt haben, Moment, das ist viel zu gefährlich, wir müssen das abbrechen, das darf niemals erfunden werden. Nee, irgendjemand sagt immer, doch, wir machen das, wir ziehen das durch, ich will das haben, das ist Macht und das ist ein Fortschritt, den ich irgendwie einsetzen muss, um Macht zu erlangen. Wir sind viel zu machtgeil. Und das ist ja auch gerade Gedankenmanipulation, das ist ja auch eine Machtausübung und ein Machtmissbrauch vor allen Dingen. Gigantisches Missbrauchspotenzial. Die absolute Machtausübung, die Leute zu manipulieren. Natürlich, vor allen Dingen, du kannst es ja auch vielseitig einsetzen, theoretisch. Du kannst ja, ne, das gibt es ja auch schon wieder in vielen so Dystopie-Fantasien und Geschichten. Black Mirror und so hat das schon mehrfach irgendwie auch verarbeitet und so weiter, dass du so Supersoldaten irgendwie kreieren kannst. Dass irgendwie dein Empathieempfinden runtergeschraubt wird und dein Aggressionsverhalten erhöht wird und so weiter, dass du einfach nur eine Kampfmaschine wirst. Ja. Oder halt, dass du zum Beispiel seelenlose Arbeiter dir zurechtzüchten kannst, die keinerlei Interesse an Lust und Freude am Leben irgendwie entwickeln, sondern einfach nur ihren Job machen. So, kannst du irgendwie Fabrikarbeiter dir zurechtzüchten, wenn du denen irgendwie die Erinnerung an alles Fröhliche irgendwie löschst. Ne? Also fürchterlich. Also will ich mir gar nicht ausmalen. Nein. Ich hoffe, ich erlebe das niemals und meine Kinder erleben das niemals. Aber ne, irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann soweit ist, dass es irgendwie einfacher geht als durch Suggestion. Weil Suggestion eigentlich wahnsinnig stark ist. Ja, wenn wir jetzt, also dieser Prozess, das einfach durch so einen Eingriff zu machen, durch so einen, ja, was ist das? Medizinischen Eingriff oder einen wissenschaftlichen Eingriff, da sind wir wahrscheinlich wirklich noch hunderte von Jahren entfernt. Aber wenn ich auch mal so überlege, also wie gesagt, jetzt mal abgesehen von dem Fortschritt, den wir jetzt besprochen haben und viele Alltagsgegenstände, die wir benutzen, sind für uns so selbstverständlich und sind aber einfach so, so beeindruckend, wie die Technik da vorangeschritten ist. Aber auch so, weil du gerade Suggestion sagtest und so, was ist denn mit Fake News und dem ganzen Unsinn? Na, dann sagt Donald Trump, was war in Schweden los? Und die Leute glauben, in Schweden wäre was passiert, aber in Schweden war gar nichts. So, also auch die Medien bringen uns ja oft auf eine falsche Spur und bringen uns dahin, gerade die amerikanischen Medien und so, Sachen zu denken und Meinungen zu haben, ja, die wollen. Ja, natürlich, so. Ne, weil der Mensch ist halt auch faul und dann reicht eine Headline irgendwie in der Bild aus, irgendwie, dass du mal kurz beim Vorbeigehen vom Zeitungsstand irgendwie getriggert wirst und du liest die Headline irgendwie, denkst dir so, ah ja, okay, das ist aktuell offensichtlich so Lage. Klar, das ist das, ne? Suggestion ist ganz, ganz fürchterlich gefährlich. Und weil deswegen, viele Menschen das auch wollen. Ja. So, dass, die wollen das auch, die wollen klare Ansagen. Die wollen wissen, was habe ich zu glauben. Es ist ja auch nicht jeder ein Freund von Nachdenken. Ich meine, ich will jetzt hier die Menschheit nicht beleidigen, so, ne? Aber so. Das ist keine Beleidigung, ich glaube, das ist einfach Tatsache. Na? Wir sind halt faul und es ist uns ein einfaches, einfach so eine Headline zu glauben. Deswegen scrollen wir auch unsere Facebook-Timelines einfach nur durch und im besten Fall gucken wir uns ein Video an, was nicht länger als eine Minute geht, ja. Weil dann schon unsere Aufmerksamkeitsspanne irgendwie abbricht. Und ich glaube, das ist auch, ich möchte mal wieder zurück zum Film auch kommen, das ist auch was da so grundthematisch irgendwie das ganze Ding auch anfeuert, dieses Recall-Teil. So, ja, du kannst dir keinen Urlaub leisten oder du willst dir den Hassel nicht machen, wochenlang durch die Gegend zu reisen und Stress zu haben, keine Ahnung. Lass doch einfach eine Erinnerung implantieren, so ist so easy peasy. Und ich glaube, Bequemlichkeit. Das, genau, ne? Bequemlichkeit, richtig. Und das ist halt das Gefährliche daran, ne? Und Bequemlichkeit und auch Sensationsgeilheit. So, weil sonst hätte Quaid ja nicht dieses Top-Secret-Ego-Trip-Ding gebucht, ne? Ja, klar. Und ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, mich hat der Film schwer beeindruckt. Ich fand den sehr gut. Mhm. Grundsätzlich zu den Bewertungen, der hat auch überwiegend gute Bewertungen. Ja, ja. Also ja. Bei IMDb habe ich mal geschaut, hat er 7,5 von 10 Punkten und bei Rotten Tomatoes 82%. Also mir hat er sehr gut gefallen, die Machart hat mir gefallen, die Optik hat mir gefallen, die Thematik fand ich sensationell, ich fand es total spannend. Er hat mich teilweise sprachlos zurückgelassen. Es ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall noch ein zweites und drittes Mal angucke, um vielleicht zu schauen, hast du was übersehen? Das ist, glaube ich, auch nicht ein Film, den man nur einmal gucken kann,
so, ich glaube, da entdeckt man noch ganz viel, wenn man ihn vielleicht nochmal schaut. Und wie gesagt, er ist also deutlich mehr als eine Arnold Schwarzenegger Actionballerei. Ich persönlich finde ihn sehr tiefsinnig und fand ihn wirklich, wirklich gut, spannend und finde die Thematik klasse. Er ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja, ganz genau. Das Fazit kann ich so Wort für Wort unterschreiben. Was mich nicht gestört hat, das würde ich jetzt nicht sagen, aber was ich ein bisschen... Ich hätte es vielleicht anders gemacht oder ich hätte vielleicht ein bisschen im Vorfeld darüber nachgedacht, so als Produzent irgendwie, ob das vielleicht das Richtige ist, ist die Musik. Die fand ich total unspannend. Ja, genau. Also ich kann mich jetzt im Nachhinein daran erinnern, wie die Musik war, aber nicht an irgendwie ein Hauptthema oder sowas. Das, ne? Das Hauptthema kommt ja ganz am Anfang. Genau, und ne? Kommt danach nie wieder. Kommt nie wieder, aber wie findest du das Hauptthema? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die Produktionskosten, dafür, dass Arnold Schwarzenegger dabei ist und so, ich fand es ganz schwach. Es hat null Wiedererkennungswert. Ja, also da hätte man mehr draus machen können. Ja. Ja. Wir sind ja beide auch so ein bisschen Freunde von Filmmusik und gerade auch so von Intros und so. Ich fand's, also mich persönlich hat es null abgeholt und ich weiß ich nicht, dafür, dass der Film thematisch so toll war, weiß ich nicht, kann mich jetzt kaum noch an das Intro erinnern, aber ich habe mir das extra noch aufgeschrieben. Ich fand es total unspannend. Ja, also ich finde die Musik ein bisschen zu altbacken für die Thematik. Also Jerry Goldsmith hat halt einen Soundtrack geschrieben, der warte mal, habe ich jetzt muss ich auch nochmal nachgucken, wofür der Musik gemacht hat. Genau, richtig, Planet der Affen zum Beispiel. Und ich finde, da erinnert mich die Musik irgendwie noch am ehesten dran. Oder halt so an ja, so dramatische Filmmusik, die irgendwie weit vor den Anfang der 90er, Ende der 80er irgendwie Thema war, sondern eher so in den 60ern, 70ern so eine klassische Filmvertonung dargestellt hat. So mit dramatischen Streichern und Bläsern, mit viel Pauken und Geschrei so. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Mich hat das teilweise ein bisschen an Herr der Ringe erinnert. Ich hatte irgendwie Herr der Ringe im Kopf. Okay, ja. So irgendwie... Ist ja nicht irgendwie eine Szene, wo sie da so rumwandern und da kommt auch so eine Melodie, weil es halt so Streicher sind und so Pauken und sowas. Also es war für mich null Science-Fiction. Genau, richtig. Es war null Science-Fiction und es war halt einfach so ein klassischer Film-Soundtrack, den er auch irgendwie bei einem extrem dramatischen, weiß nicht, Spionagedrama von Hitchcock oder so erwarten könntest. Fand ich einfach nicht so passend. Nein. Aber wie gesagt, definitiv nicht störend. Ich fand den Film von vorne bis hinten mega geil. Ich habe nicht die ganze Zeit gedacht, boah, diese Musik, sondern ich habe nur gedacht, eigentlich hätte die Musik noch ein bisschen nervenaufreibender sein können. Du kannst ja auch mit Streichern und Bläsern und Pauken und so kannst du ja auch stressige Musik schreiben, die dann für so ein Science-Fiction-Thema irgendwie funktioniert. Ja, aber das ist eigentlich das Einzige, was ich an dem Film jetzt irgendwie so ein bisschen bemängeln würde. Oder ein bisschen mehr 80s. So, 80s. Weil der Film spielt ja auch in den 80s. Er spielt zwar im Jahre 2084, aber das sind ja auch wieder die 80s. Vielleicht kommt es alle 100 Jahre wieder. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht. Ja, aber ja. Gut war er auf jeden Fall. Genau. Sehenswert ist er, vor allem für umsonst. Ja, absolut. Also wer Netflix hat, schaut euch unbedingt Total Recall an. Wir haben jetzt eigentlich auch über alles geredet, auch storymäßig. Ich finde halt am spannendsten dieses, ich weiß einfach gerade nicht, wo ich mich befinde in dem Film, Thema. Das finde ich am allergeilsten. Und wer da Bock drauf hat, der sollte unbedingt Total Recall gucken, gerade im Hinblick auf spätere Filme. Ich weiß nicht so genau, zeitgeschichtlich, chronologisch gesehen, wie in der Filmgeschichte sowas zum ersten Mal irgendwie aufgetreten sein könnte. So mit Psychologie und irgendwie so Rollenvertauschung und so, das gab es ja schon oft, aber so in so einem Science-Fiction-Gewand und wirklich so gezielter Gedankenmanipulation, wie das beispielsweise halt auch, jetzt nenne ich es halt zum dritten Mal, aber wie das halt bei Cypher oder bei Existenz irgendwie der Fall ist, ist mir vor Total Recall fällt mir keiner ein. Müsste man jetzt nochmal konkret recherchieren, aber ist auf jeden Fall, wenn man so will, eigentlich fast schon wegweisend oder einer der ersten Filme, die sowas vielleicht gemacht haben. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr jetzt sagt, ja, aber 1963 hat hier, keine Ahnung,
Lucio Fulci schon ein Zombie-Drama gemacht mit irgendwelchen Gedankenmanipulationen. Keine Ahnung, ich habe echt bei weitem nicht alle Filme der Welt gesehen, also von daher bitte korrigieren. Genau. Stefan, da spreche ich dich eigentlich an, mein hoffentlich zukünftiger Podcast-Partner. Wir haben schon eine Folge aufgenommen, die ist aber noch nicht veröffentlicht. Ein Podcast, der auch über Film und Musikkultur eigentlich gehen soll. Der ist ganz, ganz großer Film-Fan und hat da eine größere Ahnung, einen größeren Wissensfundus als ich. Du könntest bestimmt jetzt in diesem Moment eingrätschen und vielleicht irgendwo bei Instagram oder sonst wo kommentieren und sagen, ja, aber folgender Film. Von daher, schreibt ruhig, was ihr dazu haltet. Ich würde sowieso gerne eure Meinung erstens zum Film hören und zweitens aber auch, weil es ja nicht nur so ein Action-Knaller, ein klassischer Arnold Schwarzenegger-Film ist, sondern einfach ein Film auch zum wirklich Nachdenken, zum nachhaltig irgendwie darüber grübeln, worum ging es denn da jetzt eigentlich und welche Situation und Möglichkeit ist da jetzt Realität gewesen. Gerade deswegen auch darüber bitte gerne Theorien irgendwie posten und diskutieren, wäre ich ganz interessiert dran und fände ich spannend. Genau, das war ja unser erster Podcast, also unser zweiter Podcast, aber unser erster Podcast, in dem wir einen Film behandelt haben. Auch da natürlich gerne Anmerkungen, wie euch das gefallen hat, denn wie gesagt, wir sind im Bereich Videospiele sind wir relativ firm, würde ich mal so behaupten. Bei Filmen sind wir vielleicht eher so die Konsumenten als als die Analysten. Genau, ne? Genau, so ist das. Ja, ansonsten, für mich kann es das jetzt gewesen sein. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen und ich sag jetzt an der Stelle einfach schon mal Tschüss. Ja, sehe ich so ähnlich. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, ist korrekt. Wir freuen uns über Feedback, wie immer. Hat ja bei der ersten Folge schon fantastisch geklappt. Wenn ihr uns auf der Straße trefft, fragt uns nach Pixel und Plastik Aufklebern. Die haben wir jetzt gemacht. Sehr schön. Die sind super. Ich sag doch noch nicht Tschüss. Da bin ich noch mal. Ich sag doch noch nicht Tschüss. Ja, die sind super, die Aufkleber. Ja, also von daher. Aber ansonsten, genau. Schreibt einfach mal, was ihr von der Folge haltet, genau. Wie immer. Ja. Wünscht euch Themen. Wir haben eigentlich schon das nächste Thema in der Schublade. Ja. Sollen wir es schon verraten oder wissen die Leute das schon? Ja, wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Ne? Wir haben schon ein bisschen angeteasert. So zwei, drei Themen haben wir ja schon bei Instagram so ein bisschen irgendwie durch Themenposts irgendwie angeteasert. Aber eigentlich die nächste Folge wird höchstwahrscheinlich Saber Rider beinhalten. Genau, Saber Rider. Es ist einfach ein etwas größeres Thema, weil ja da doch mit über 40 Folgen, das will man erstmal weggeguckt haben. Über 60 Folgen sogar. Sind es nicht 65 Folgen? Doch, du hast recht. Die erste Staffel hatte irgendwie so 40, die zweite hatte irgendwie nochmal 20 oder so. Genau. Ne? Ja. Also Saber Rider in the Starships wird wahrscheinlich das nächste werden. Und ich glaube, wer sich richtig freuen würde, wenn wir ihn namentlich mal erwähnen, ist der Volker. Und den erwähne ich jetzt einfach. Der Volker ist nämlich der Vasili, der unser Gewinnspiel gewonnen hat und gestern schon Street Fighter mit seiner Familie geguckt hat. Also deswegen schöne Grüße an dich, Volker. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Gewinn des Gewinnspiels. Ja, überhaupt alle an alle von euch, die am Gewinnspiel teilgenommen haben, herzlichen Dank. Wir machen sowas mit Sicherheit nochmal. Auf jeden Fall. Und das macht ja auch eine Menge Spaß, irgendwie euch dann da irgendwie eine kleine Überraschung irgendwie bescheren zu können. Er hat sich so gefreut, er hat gesagt, er hat noch nie was in seinem Leben gewonnen. Ja, Wahnsinn. Das finde ich auch voll schön. Voll gut, ne? Ja. Von daher hört weiterhin Pixel und Plastik, folgt uns überall, damit ihr auch bei den Gewinnspielen irgendwie immer mitbekommt, was da abgeht bei uns und lasst uns einfach wissen, was ihr von uns haltet. Seid ehrlich, seid retro und macht einfach nichts, was wir nicht auch machen würden. Von daher. Tschüss! Tschüss, bis bald zur nächsten Folge. Euer Paki und euer Strilli. Pixel und Plastik. Outtakes. So, weißt du, wer immer das Mikrofon am coolsten gehalten hat? Das war Liam Gallagher von Oasis. Er hat nämlich den Mikrofonständer immer höher gemacht als ich. Das Mikrofon dann so aufgehängt, hat dann mit der Nase immer so darunter. Hast du schon mal gesehen, wie der gesungen hat? Ja, habe ich. So, genau, weißt du nämlich, wer das zuerst gemacht hat und nicht dieser John Lennon.
von Was? Oasis. Ich hasse Oasis. Liebe Oasis. Echt? Hardcore, die ersten vier Alben. Ich bin richtig Fan. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Oasis-Shirt. Oasis, Bier trinken und finde ich super. Boah, krass. Ich liebe Oasis. Ich hasse Oasis. Ich liebe Oasis. Finde ich super. Super Band. Heftig.